Thank you.
Ja, willkommen zu einem neuen Livestream. Heute am wunderschönen Samstag, dem 11.05. Moin ist übrigens Muttertag, ne? Denkt dran. Wo war mal stehen geblieben? Stimmt, ich will meinen Ruf weiterhin pushen und ich will mir was zu trinken eingießen. Ich glaube, das ist keine dumme Idee, oder? Ja, ich will meinen Ruf weiter pushen bei der Föderation. Das hier ist der Ingenieurtyp, okay. Ach stimmt, da bin ich gestern noch hingeflogen. Ne, ich will kein Holomy. Da bin ich gestern noch hingeflogen. Und wollte eigentlich meine Ausrüstung ein bisschen pushen. Das habe ich auch, glaube ich, aber nicht. Alter, bin ich behindert? Kann ich mal auf den richtigen Reiter gehen? Danke. Und zwar kann man Energieverteiler pushen und den Pulslaser. Pulslaser sieht man hier so ein bisschen. Habe ich ein Ding. Überladungswaffe. Ah, guck mal hier. Hier braucht man ja Nickel, genau. Da können wir auch ein bisschen was machen. Ja genau, hier habe ich auch den Bauplan drin. Dann brauche ich leitfähige Komponenten. Was wir mal machen könnten, wir könnten mal so einen Broker aufsuchen gehen, der uns ein bisschen Sachen gibt. Hi Leon! Ja, willkommen! Willkommen im Livestream! Was geht? Erzähl! Ja, gut. Mehr können wir jetzt hier gerade nicht machen. Kann ich auch Salvenlaser machen? Ach Leute, guck an. Guck mal hier, kann man auch machen, okay? Gut, wir könnten jetzt so einen Broker mal aufsuchen. Was wir aber auch machen könnten, wir könnten mal zu einer Station fliegen und könnten mal gucken, ob wir einen Auftrag finden für aufzusteigen. Oder, ja, oder halt so einen Broker finden, ne? Da steht auf jeden Fall auch meine Python. Ja, was soll groß gehen? Eigentlich gibt nichts Besonderes. Wir spielen ein bisschen schön Elite Dangerous. Ship released. Departure authorized. Das wird sicher nicht jedermanns Spiel. Aber ich finde cool. Macht mega Bock. Ja, ich war den ganzen Tag auf der Baustelle. Und hab bei meinem Bruder gearbeitet. Ja, damit er irgendwann mal schön sein Haus ziehen kann, ne? Das ist immer Arbeit. War ich seit heute Morgen um 9 bis um knapp 5 Uhr. Na ja, Bock gemacht. Wir waren halt mit ein paar Mann und haben ein bisschen Schnellbauwände hochgezogen. Schon cool, macht schon Bock. Locker, der ausgelastet ist, der PC bei Elite Dangerous. Das Spiel braucht halt nicht wirklich viel Power. Ah, der Pube ist wieder da. Hi. Willkommen. Na? Wie war dein Tag? Bisher so. Ich habe gerade erzählt, ich habe fast den ganzen Tag gearbeitet. Von daher... ja, ist es mit ein paar Worten ziemlich schnell zusammengefasst, wie mein Tag war. Ich glaube, ein bisschen den Sound checken. Ich glaube, Sound ist ganz gut so. Ja,
Ja, muss. Nee, ich war halt bei meinem Bruder. Mein Bruder hat sich ein Haus gekauft. 240 Quadratmeter Wohnfläche. Und ja, da ist jede Menge zu machen. Das Kernsanieren mir halt. Und da sind jede Menge Sachen zu machen, ne? Ja, jetzt fliege ich erstmal zurück. Und gucke nochmal, ob ich einen Rang bekomme, für die Föderation zu pushen. Bauplan habe ich angepinnt bei dem da, bei dem Pulslasermann. Für Überladungswaffe, haben wir ja geredet, ne? Das habe ich angepinnt. Mir fehlt allerdings was. Mir fehlen irgendwelche Leiter, keine Ahnung. Also nicht Leiter, mit denen man hochklettern kann. Nickel war das erste und dann leitfähige Komponente, genau. Das fehlt mir. Das müsste eigentlich ziemlich easy gehen. Oder ich könnte halt echt mal zu so einem Broker gehen, könnte da mal ein bisschen die Materialien umtauschen. Das könnte ich vielleicht auch mal machen, ne? Nein, Leon, ich spiele an der Xbox. Und Leon und Puppe, nicht jetzt wundern. Ich streame ja auf mehrere Plattformen. Und Puppe schreibt mir gerade auf Twitch. Und Leon schreibt mir auf YouTube, ne? Falls es da so ein bisschen Verwunderung gibt. Also ich streame ja auf Twitch, Mixer und YouTube gleichzeitig. Nicht, dass ihr euch da gerade ein bisschen wundert. Ah, okay, jetzt bist du auf Twitch geswappt. Alles klar, dann bekommst du auch den Chat mit. Okay, Leon. Das ist genau das, was ich gerade erklärt habe. Dann hat es schon erledigt. Nein, ich spiele nicht auf dem PC, ich spiele auf der Xbox. Weil doch grundsätzlich gar nicht so schlimm ist. Ich könnte ja auch mit so einem Joystick spielen und sowas. Könnte ich halt auch auf der Xbox machen. Natürlich ist die Steuerung auf dem PC ein bisschen easier, weil du ja Tastaturen und Makros belegen kannst. Das stört mich aber jetzt nicht. Weil ich ja sowieso immer nur Controller spiele auf der Xbox. Stört mich ja noch, dass ich Controller spielen muss. Ja. An sich, das Spiel läuft aber eigentlich echt gut. Also das Spiel lief am Anfang viel schlechter, ne? Ich habe am Anfang immer ALP zugeguckt gehabt. So einem YouTuber. Bei dem lief das Spiel auf dem PC viel, viel besser. Gerade was die Ladezeiten anging von einem Sprung, an dem Sprung rein, neues System, das hat bei der Xbox viel länger gedauert. Da warst du viel länger in diesem Sprung, in dieser Sprunganimation. Das geht mittlerweile alles rucki-zucki. Das ist vielleicht auf dem PC immer noch ein bisschen schneller, aber unterm Strich ist das mittlerweile echt okay auf der Xbox. Mensch, guck gleich in den Chat, Sekunde. Ah, Alter. 7? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Ah, da ist 7. Komm, fick dich nach vorne. Sehr gut. Auf dem PC spielen auch viele mit Controller. Ja, wieso nicht? Ist ja auch, sag ich mal, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt was Lockeres spielst, wie jetzt Ware von A nach B fliegen oder ein bisschen Mine gehen, warum solltest du mit Controller spielen? Das ist doch ziemlich easy. Neuer ACC ist für mein Streaming-Kram. Will auch wieder durchstarten. Weiß ich jetzt nicht genau, was damit meinst. So ein Game mit Maus und Tastatur ist Cancer. Jedem hat seine, ne? Ich habe zum Beispiel damals, ich habe damals Freelancer, habe ich wirklich geliebt mit Maus und Tastatur. Das hat sich so gut gespielt mit Maus und Tastatur. Das war mega. Ja. Ist ja okay. Es gibt einfach Spiele, die kann man super mit dem Controller spielen. Es gibt halt Spiele, gerade Ego-Shooter sind halt oder Strategiespiele sind halt mit Maus und Tastatur einfach sehr, sehr gut. Auch die Spiele kann man mit dem Controller spielen, aber da muss dann halt jeder selber wissen, was er macht, ne? Ich spiele auf der Konsole nochmal alles mit dem Controller. Ja. Ich habe auch kein Problem mehr mit Ego-Shooter zu spielen auf dem mit dem Controller. Oh, lalalala.
Na, benötigte Frachtkapazität 2 habe ich jetzt mit jedem Schiff nicht. Suchen Sie im Mulag-System nach Signalquellen, um sie zu finden. Bringen Sie die Ware nach bla 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 im Wirtssystem. Okay. Scheiße. Hatte ich jetzt noch einen Slot frei? Aber was soll mir das bringen? Warum soll ich jetzt ein. Er bringt eigentlich alles nichts. Auch der 1A-Treibstoffsammler ist eigentlich ein totaler Blödsinn, ne? Das ist eigentlich ein totaler Blödsinn. Es ist halt ein reines Kampfschiff, ne? Muss man einfach so sagen, wie das ist. Den Schildgenerator könnte man auch verbessern hier im Stream. Wenn man wollte. Den 5A. Da muss auf jeden Fall noch was passieren. Schade, dass die hier keine andere Mission haben. Jetzt hat die nur die eine Mission hier, oder was? Hier muss ich was fliegen. Frachtkapazität 78. Könnte ich mit der Python fast machen, glaube ich. Boah, ich will auch nicht irgendwelche Sachen durch die Gegend fliegen. Ich will was abschießen. Kinders. Ach, dein neuer Account, damit du streamen wirst, okay? Der Noctis Lucius Familia. Aber dafür brauche ich erstmal ein Greenscreen wieder, sonst ist blöd, hab eine ganz leere Wohnung, okay? Ja, ich hocke auf der Couch. Also bei mir ist es jetzt wirklich Blödsinn, ein Greenscreen zu machen. Da müsste ich die Couch mit rein Greenscreen, das sieht ja irgendwie auch total bescheuert aus. Schade, dass sich hier gerade die Aufträge natürlich ändern, ne? Die hier bleibt halt bei ihrem Kackauftrag. Kann man hier irgendwo eine Zeit sehen, wenn die Aufträge sich aktualisieren? Oder wir fliegen einfach mal eine andere Station an, oder? Haben wir nicht zufällig eine Abschlussmission? Ich werde eh besser mit der Python fliegen. Jetzt hat sie sowas. 72 Einheiten, bla bla. Kaum klickst du die an, hat sie wieder was ganz anderes. Was ist das denn für ein Blödsinn? Nur hier unten, die behalten ihre Mission komischerweise gleich. Das ist irgendwie komisch, oder? Ist schon ein bisschen seltsam. Also für zu pushen, würde ich schon besser die Python auspacken. Was mache ich jetzt? Ah, ich muss ja eh den Rang pushen. Ich brauche die Python, nützt mich nichts. Ich bin Twitch Affiliate, ja. Also richtiger Twitch-Partner bin ich nicht, ne. Ich bin Twitch Affiliate. Also du kannst mich abonnieren. Ja, ist kein Problem. Du kannst auch spenden, wenn du willst. Ja, solche Sachen kann man tun. Oder kannst halt Bits auch raushauen und sowas. Ist kein Problem. Und ich habe mir auch schon was gekauft für eine Kohle. Und zwar habe ich mir, ich bin jetzt ein Dreivierteljahr habe ich das jetzt. Hab wohl halt ab und zu abonniert worden. Ich hatte mal recht lange einen Zuschauer, der recht viele Bits gespendet hat. Und dadurch konnte ich mir die Elgato Pro leisten, ne? Ja, der Bombing ist auch mal da. Hi Bombing. Ja, mir geht es gut. Wie geht es dir? Die Follower habe ich, ja, und ich hatte, ja, genau, Follower waren das ja in dem Fall nur, ja. So, was haben wir jetzt hier? Wir bringen Sie die Ware nach Allison, blablabla. Also ich krieg die Ware mit, oder was? Wie weit muss ich fliegen? 18 Lichtjahre. Okay, auf geht's. Habe ich die direkt drin? Ja.
54 Einheiten Wasser. Toll. Was für Blödsinn. Und jetzt kriege ich hier einen Auftrag, ne? Für den Piraten abzuschießen. Für 7,2 Millionen willst du mich veräppeln? Das hätte ich ja sau gerne gemacht. Sie müssen 30 Piraten, okay? Wow, okay. 30 Piraten. What the fuck? Modifizierte integrierte Firmware. Drei Einheiten. Die hätte ich gern geholt, die da. Könnte ich eigentlich immer noch annehmen, oder? Wie lange brauche ich dafür? Sie müssen Fraktion beseitigen. Die Geheimnisberichte besagen, dass sie sich im System Bolg aufhalten werden. Suchen Sie nach Rohstoffen, Navigationsbohren, um sie zu finden. Sie erhalten Ihre Belohnung von. Okay. Aber greifen die mich dann alle gleichzeitig an? Für den Teil dieser Mission, für den Abschluss dieser Mission sollte als Teil eines Geschwaders geflogen werden, okay? Also das wirklich für mehrere Leute gedacht hat da, ne? Das ist gar nicht für mich alleine gedacht, ne? Hat heute Mittag auch mal wieder gestreamt über Twitch. Ja, cool. Mensch, freut mich. Ich muss wieder bei Null anfangen. So Cancer, was passiert, wenn man 2 Jahre nicht gestreamt? Okay. Aber weil du einen neuen Account gemacht hast, meinst du jetzt, oder was? Klar, dann musst du natürlich bei der Followerzahl wieder bei Null anfangen, ne? Aber warum hast du überhaupt einen neuen Account gemacht? Ist die Frage. So, los geht's. Gehen wir hier mal ab. Und hoffen wir mal. Dieser Moment, ne, wenn man feststellt, dass man nicht gerade zum Schnitt steht. Oh, ich habe doch wieder Deutsch gelabert. Fahrwerk eingefahren. Oh Mann. Nein, zu knapp. Was findest du denn besser, Twitch oder YouTube? Bin mir noch immer noch unsicher, wo. Ist so eine Sache. Bei YouTube hatte ich natürlich, da ich ja bei YouTube angefangen hatte, hatte ich bei YouTube halt auch meine Abonnenten und dementsprechend hatte ich da ja schon so, Anführungsstrich, so ein bisschen schon so ein Publikum, was auch benachrichtigt worden ist, wenn ich angefangen habe zu streamen. Das war natürlich von Vorteil, ganz klar. Wenn man das noch nicht so extrem hat, also ich bin der Meinung, man sollte lieber zu Twitch gehen. Warum? Ich meine, klar, du hast natürlich den Vorteil, wenn du bei Twitch bist, kannst du damit auch Kohle verdienen. Ja, seien wir mal ehrlich, ne? Das ist natürlich ein großer Vorteil, klar. Kriegst bei Twitch sind die Mechanismen schon so ein bisschen selbstverständlich, ja? Es gibt Leute, die dich abonnieren, dieses Twitch Prime-Abo gibt es halt. Es gibt Leute, die spenden Bits, einfach so zum Spaß, weil es einfach halt welche übrig haben. Ja, das sind die Möglichkeiten, die hast du auf YouTube nicht so richtig, ne? Zwar kann man mittlerweile auch abonnieren auf Twitch, also man kann auch den unterstützen, aber da braucht man ja viel mehr Abonnenten für. Das geht gar nicht mit 500 oder so. Deswegen finde ich Twitch schon besser. Von der Quali her muss ich sagen, finde ich den YouTube-Livestream eigentlich echt Hammer. Ohne Witz. Also gerade hinterher als VOD, also als Video abrufbar, ist Twitch echt eine Hammer-Plattform. YouTube ist weiterhin eine Hammer-Plattform. Ja, also. Das musst du echt selber wissen. Ich empfehle eher Twitch. In der Fall. In der Flotte, wie es in wir wollen ihn einheizen. Lassen Sie sie verglühen, dann bezahlen wir Ihnen einen Bonus zu Ihrem Vertragsgehalt. Ja, 120.000, super.
Das bringt mir ja nichts. 120.000 stecke ich mir in den Arsch, ey. Wo sind die denn? Da sind die. Nee, Allison City ist mein Ziel. Stehen da Namen dabei? Ah ne, das ist ein anderes System, ne? Ah, fick dich. Hab ich keinen Bock drauf. Einfach ein Neustart, hab eh so lange nichts mehr gemacht. Darauf. Also kein Verlust, okay. Weil Spaß macht es auf jeden Fall. Ja, das ist doch schön, Bombing. Das ist das, was wichtig ist. Ne? Das ist ja das, was ich dir immer gesagt habe. Das ist das, was zählt. Ja. Scheißegal, wie viel Kohle man eventuell damit verdienen kann oder was weiß ich, wie viel Ruhm man sich damit einheimsen kann oder sonst irgendwie was. Du musst Spaß daran haben zu streamen. Das muss Bock machen. Ja. Und du musst doch Bock. Du musst Bock am Moderieren haben. Du musst Bock haben. Ja. Praktisch. Mit den Zuschauern zu interagieren. Du musst Spaß daran haben, dein Gameplay zu sharen, mit anderen Menschen zu teilen. Und wenn du dann noch im Optimalfall auch noch einen coolen Chat hast, mit dem du viel chatten kannst, ist es natürlich mega geil, macht super viel Spaß. Deswegen gehe ich mittlerweile auch auf zwei verschiedene Plattformen. Oder drei verschiedene Plattformen, weil das Wichtigste ist und bleibt für mich einfach die Interaktion mit dem Chat. Es bringt dir alles nichts zu streamen, finde ich, wenn du halt die ganze Zeit alleine vor den Share-Streams ohne Zuschauer. Dann ist zum Beispiel auch auf YouTube ganz cool. Auf YouTube ist es ja gar nicht so schlimm, wenn du jetzt nicht so viele Zuschauer hast. Weil ja später das VOD auf YouTube auch noch ist. Und ja, YouTube ist normal bekannt für Videos. Und ja, das ist halt auch so ein Ding. Das ist auch so ein Zwiespalt, ne? Wenn du halt Livestream willst und hast nicht viele Zuschauer, ist Twitch natürlich ein bisschen doof. YouTube kann trotzdem cool sein, weil du hinterher als Video vielleicht sogar Kommentare unten drunter hast oder so. Aber es muss halt immer Bock machen, es muss Spaß machen, ja. Deswegen streame ich zum Beispiel auch nicht in der Woche, weil in der Woche habe ich halt Problem. Dann komme ich manchmal auch genervt von der Arbeit und so. Und ich denke mir immer, ich gucke einem Streamer gerne zu, wenn er mir nach der Arbeit eine Entspannung gibt. Weißt du, wenn ich einen Streamer sehe und sehe, okay, der hat Spaß, der ist ständig am Lächeln und so, und dann ist halt cool. Ja, und wenn ich keinen Spaß vermitteln kann, streame ich auch nicht, ne? Wenn ich abends gestresst von der Arbeit nach Hause komme, habe ich dann auch keine Lust mehr zu streamen. Dann macht das auch für mich keinen Sinn mehr. Ne? Kannst auch Videos speichern auf Twitch? Klar, ist richtig, ist korrekt. Allerdings, wer guckt Videos auf Twitch? Ne? Leon, das ist halt die Frage, die man sich stellen muss. Ne? Es gibt mit Sicherheit einen Teil der Menschen, die Videos auf Twitch gucken. Aber wenn der Streamer ja gerade online ist, eventuell live sogar, dann guckst du ja gerade den Livestream. Dann guckst du ja nicht den Livestream von davor an. Das ist ja dann schon alt. Weißt du? Weil Twitch ist halt so eine Livestreaming-Plattform. Und da willst du nichts Altes gucken. Du willst den aktuellen Scheiß gucken, ne? Was man ja verstehen kann, ne? Machst du deinen Stream immer noch über Restream? Ja, korrekt. Genau, korrekt. Ja. Auf drei Plattformen, ja. Ich finde das mit dem Kostenphishing-Abo gar nicht so schlimm. Weil du kannst ja trotzdem über Restream, in 1080p streamen. Und ich mein, kannst ja gerne das Bild mal bewerten. Ich finde das Bild super über Restream. Also ich finde, meinem Bild gibt es jetzt nichts groß auszusetzen. Ich kann auch daneben liegen. Und ich finde das Bild super, ich finde den Sound super. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, dass irgendwie deine Leitung nicht genug hergibt oder so. Du hast einen 6000er KB Upload, genau. Und das Restream sendet diese 6000 KB perfekt an Twitch. Du hast keine Schwankung, kein gar nichts drin. Das kann also sogar unter Umständen sogar ein Vorteil sein. Ja, super, ich hab Wasser dabei, da kann ich mich auch scannen lassen, oder? Continue on current course, Commander. Landing area clear. 8. Fahrwerk ausgefahren. Wo ist 8? Ah, da hinten ist 8. Alles klar, never mind. Noch ein Faktor, der vielleicht auf Twitch auch ganz cool ist. Der auf Twitch ganz cool ist. Ja, ich meine, klar, Artikel 13 steht vor der Tür. Man sollte natürlich keine Musik mehr groß in das Internet streamen. Ich mache es extra.
Aber auch nur für Artikel 3 zu ärgern. Ja, das ist auf jeden Fall auf Twitch auch noch ein größeres Vorteil. Weil auf YouTube geht ja Musik gar nicht. Wenn du irgendwelche Musik von irgendwelchen Bands machst. Hast du schon oft gemacht? Hast du schon oft Videos geguckt oder was? Ja. Also ich bin mit meinem Bild wirklich zufrieden. Ach lol. Ah, okay. Okay. Okay, eingehende Nachricht. Das bedeutet, wir sind wieder einen Rang aufgestiegen. Erlaubnis für PLX 695 System ausgestellt. Okay. Krass, ich wusste gar nicht, dass man durch die Beförderung von der föderalen von der Föderation, wenn man da so viele, dass man da so viele verschiedene Systeme dann fliegen kann. Das wusste ich gar nicht, dass das so extrem ist. So, jetzt ist die große Frage. Haben wir wieder 100%? Nee, jetzt muss ich mal ein bisschen was leveln. Okay, 20% habe ich jetzt. Oberfähnrich. Okay. Verstehe. Was können wir hier machen? Erstmal den Kontakt suchen. Ah, das hier ist auch was, was ich schon nicht richtig kapiere. Ah, okay. Das ist jetzt in Deutsch übersetzt. Klingt das schon ein bisschen plausibler. Okay. So, was haben wir hier auf dem schwarzen Brett? Das ist nicht Föderation. Das ist Föderation, ne? Richtig? Das ist das Zeichen für Föderation. Genau. Kurierauftrag. Am liebsten würde ich Geld spenden. $9,2 Millionen. Finden Sie und zerstören Sie 48 Schiffe der Muffet Fortune Interstellar Fraktion. Alter. Die Belohnung finde ich ein bisschen blöd. Weil ich hätte gerne Materialien als Belohnung. 21 Einheiten Bauxit. Durchschnittlicher Wert 261 Mark. Das ist ja gar nichts. Das ist ein Witz. Der Missionsrang überschreitet sogar meinen Rang. Sehe ich gerade. Leute, guck mal, wie viel Tötungsaufträge die haben. Schade, dass mein Schiff nicht hier ist. Oh Mann, ey, hier könnte ich so cool kämpfen, weil auch nie zu springen ist. Ich bin nur ein System weit geflogen. Finden und zerstören sie 9 Schiffe. Alter, 9 Schiffe, ey. 8 Schiffe? 45 Schiffe für 7,5 Millionen, okay. Warte mal, was ist das hier denn zum Beispiel? Krieg ich aber auch keine tollen Belohnungen, muss ich dazu sagen. Was ist das hier? Ist alles nicht so toll. Ich würde ganz gerne strategisches Hacken habe ich auch noch nie gemacht. 10 Millionen. Warte mal, 4000. 318 Einheiten liefern Silber? Hä? Alter, ich raff gerade gar nichts. Hier muss ich jemanden ermorden. Finde ich gut. Sie müssen die Deserteur. Damien von der Wolf 497 Gold Paradise Fraktion für Movement vor bla 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 Lyrics ermorden. Scannen Sie den Navigationsbüro Ihren Wolf 497, okay. Boah, hier gibt es so viele Mörderaufträge. Warte mal, pass mal auf. Oh, fuck, ich hätte den Auftrag annehmen sollen, ich Idiot, ne?
Alles klar, Leon. Viel Spaß. Danke fürs Reinschauen, ne? Macht's gut. Wie lange dauert das, die Fondelance hier zu packen? 8 Minuten. Ja, komm, mach. 150.000? Für die 5 Meter? Ist ein bisschen happig, oder? Da gucken wir noch mal gerade ein bisschen genauer. So, bekannter Pirat ermorden. Wie lange habe ich dafür Zeit? Steht das hier irgendwo? Ich glaube immer so 24 Stunden oder sowas, ne? Hier, 24 Stunden habe ich dafür Zeit, genau. Okay. Missionsrang Elite ist das hier. Boah, nee, dann nicht. Der geht ja bestimmt voll ab. Sie müssen einen Goliath von der League Pla-Fraktion beseitigen. Die Geheimnisbrüche sagen, dass sie das System bla 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 aufhalten. Sie finden ihre Ziele in der Siedlung bla bla bla. Sie erhalten ihre Belohnung von. Okay. Wäre ein Sprung. Warte mal, das ist der falsche Auftraggeber, ich Idiot. Ich muss mit dir labern. Ah. Finden und zerstören sie 8 Schiffe. Wäre ja schon mal cool, 8 Schiffe zu machen, so ist nicht, ne? Hat gibt ziemlich wenig Kohle dafür. Gibt eigentlich ziemlich wenig Kohle dafür. 9 Schiffe, die haben offensichtlich ein ziemlich großes Problem mit der Organisation. 22 Millionen! Was? Alter. Aber 8 Schiffe finde ich cool. Das mache ich mal. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Einfach mal so gemacht. So, dann machen wir hier den noch. Der Deserteur. Leute, ich habe 2 Deserteure. Sind ja auch alles 24 Stunden, ne? 24 Stunden, ja, korrekt. Ah, guck mal hier. Thermische Lieferung, 2 Einheiten. Sehr schön. Einheiten liefern. Wie soll denn das eigentlich gehen? Da muss man ja mehrmals hin und her fliegen, ne? Fracht. 4.318 Silber? Auf den durchschnittlichen Wert von Waren kannst du mal getrost gar nichts drauf geben, okay? Leeropale haben einen durchschnittlichen Verkaufswert von 250.000, okay? Wir wissen ja alle, das sind 1,7 oder so wert, ne? Verkaufen tut man die aber an Stationen, die 1,6 dafür vergeben. Gut, ich glaube aber trotzdem, Bauxit war gerade extrem billig da, ne? Das sind ja wenigstens schon mal 250.000 für die leeren Opale, ne? Aber hast recht, Pube, natürlich, klar. Der Durchschnittswert, da kann man eigentlich einen Fick drauf geben. Da gebe ich dir recht. Okay. Hier sind noch ein Deserteur. Gibt es auch keine tolle, so richtig tolle Belohnung? Hier sind alles so Movement-Dinge, da sind jede Menge Schiffe, das ist alles ein bisschen Blödsinn. Cool wäre halt nochmal irgendwas abzugreifen, hier zum Beispiel, aber es sind halt 48 Schiffe, ich schieße halt 48 Schiffe ab, das ist ja bescheuert, ey. Also, das mache ich mit Sicherheit nicht. Aber, ja, es gibt ja alles Ruf, ne? Das ist ja das, was wichtig ist. Wir wollen ja Ruf bei der Föderation haben. Hier, den machen wir auch. Buff. Jetzt haben wir noch ein paar Minütchen. Was wollte ich noch gucken? Stimmt. Und zwar. Muss man eigentlich die Ingenieure immer bis zum 5. Rang pushen, bis die einem mal einen neuen vorschlagen? Rang, nicht Ruf, ja. Ja, ich will ja meinen Rang bei der Föderation pushen und klar. Es ist richtig, ja, genau. Meinen Rang will ich pushen. Ich stelle fast die Frage, wie lange man beim Imperium da. Wie lange man da noch was machen kann. Aber immerhin bin ich jetzt schon 2, 3 Ränge aufgestiegen. Schade, dass man hier keinen genaueren Bildschirm gucken kann. Dass man jetzt nicht gucken kann, wie viele Ränge sind das noch oder so, ne? Egal.
hatte er nochmal mit mehrfach geschissen. Ah ja, er brauchte auch Nickel, genau. Aber da hab ich auch den ganzen anderen Kram nicht. Okay. Spielst du eigentlich mit Raketenpuppe? Meistens geben sie auch schon ab Mitte Grad 3 die Empfehlung für den Genoi. Okay, Okay, interessant, sehr gut. Ja, bei ihr hatte ich halt den Frameshift Drive voll gepusht gehabt. Bis zum geht nicht mehr. Aber mir fehlt hier das letzte noch. Oh, warte mal. Ah, hier habe ich aggressives Antriebstuning gepinnt. Da habe ich aber auch noch nicht. Kann man hier Special Legacy Firmware habe ich auch noch nicht. Okay, bei ihr war ich gewesen, genau. Hier, ja, Schildgeneratoren, genau. Das wollte ich. Ah, die ist aber 163, 80 Lichtjahre von mir weg. Also bei ihr könnte ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Schildgeneratoren pushen. Da müsste ich auch mal anpinnen gehen. Gut, dann müsste meine Fondolence ja gleich mal da sein. Dann können wir mit der fliegen, ne? Würde ich sagen. 2 Minuten. Was haben wir noch? Haben wir ein bisschen Universal Cargo Crafts am Start? LOL! LOL, wo hab ich denn die her? Okay. Eingehende Nachricht. Da habe ich auch gar nicht mehr so weit bis hin. Eingehende Nachricht? Wieso eingehende Nachricht? Ach Leute, verbessert man Ruf bei Stationen, wenn man an denen Karten verkauft? Oder kommt da die Nachricht jetzt einfach ein bisschen spät? Ah, stimmt, ich kann mal noch eine Sache gucken. Und zwar habe ich mich noch gar nicht so richtig mit der Staffel beschäftigt. Wir sind in der Staffel drin. Die hat tatsächlich bei den besten Listen, sind wir beim Handel ziemlich weit oben, ne? Wir sind 26. beim Handel. Weil wir haben schon einiges an Credits geholt, weil unsere Jungs momentan sau viele leere Nopale farmen gehen. Weil sie alle sich pushen wollen, ne? Hi Mark. Du spielst meistens Multicams und Beamlaser. Aber Beamlaser hast du auch eine ziemlich hohe Hitzeentwicklung, richtig? Was ist der Vorteil von einem Beamlaser gegenüber einem Pulslaser? Das ist die Frage. 185. Ja, hier sieht man halt einfach so ein bisschen, wie aktiv man ist, ne? Kampfrang ist immer sau schlecht. Machtspiel haben wir auch gar nichts. Ehrenhalle. Hier finde ich auf jeden Fall auch eine ziemlich coole Idee. Saisongewinner werden bekannt gegeben in 46 Tagen erst, okay. Ah ja, kann man auch, hier kann man auch die Position sehen. Leute, ich bin Greenhorn. Ach, guck mal, hier kannst du auch Spielerkarte anzeigen machen. Ah, okay. Ja, cool. Finde ich auf jeden Fall interessant, das hier. Auch das ist eine coole Idee, dass sie das reingemacht haben. Bei der stationsführenden Fraktion bekommst du Ruf. Und die bekommen Einfluss, wenn du da deine Kartendaten abgibst. Okay. Der Beamlaser schießt durchgängig, sorgt aber stark am Energieverteiler. Ah ja, stimmt, weil der da die ganze Zeit so einen richtigen vollen Strahl macht, ne? So, ist mein Raumschiff endlich da. Ich will fliegen. Auf geht's. Töten, töten, töten. Und gegen die Hitze kann man einen experimentellen Effekt draufpacken, der die Hitze an das gegnerische Schiff transferiert. Wenn man trifft. Wow, Alter, das ist ja fett. Okay. Das finde ich cool. Ich hätte mir ja mal ein Ziehmissil markieren können, ne? Ich Idiot. Dann machen wir erstmal die Deserteure, würde ich sagen. Also zum Beispiel jetzt, das geht auf die Xbox zum Beispiel ziemlich langsam. Jetzt habe ich Galaxiekarte aufrufen gemacht. Jetzt lädt er. Ne? Jetzt seht ihr die Galaxiekarte.
Und jetzt kommt sie. Das fällt der Xbox irgendwie ziemlich schwer. Da, was machen zu können. Ah, ich liebe diese FDL, ne? Ich liebe es einfach. Vom Sound her ist sie mega geil. Rip, 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 rip. Das ist natürlich geil, dass man so einen experimentellen Effekt dafür reinpacken kann. Na, Marc, alles klar? Ich hab gar nichts mit Bundesliga mitgekriegt. Mal gucken, wie die Bundesliga ausgegangen ist. Die uninteressanteste Liga auf der ganzen Welt. Oh, Bayern hat 0-0 gespielt. Das heißt, wie viele Punkte sind das jetzt? 2 wieder, okay. Gegen wen geht es denn im letzten Spieltag? Dortmund hat Gladbach. Oh, Gladbach ist gar nicht so einfach. Bayern hat Frankfurt. Das ist auch nicht so einfach. So, Missionssignalquelle entdeckt. Okay, wir haben ja jetzt hier mehrere Signalquellen. Ich glaube, es spielt sich hier so ziemlich alles hier überall ab. Hä? Okay, der wird springen, oder? Richtig? Der wird springen. Na, springen wir einfach mal. Wahrscheinlich ist es ein Auftrag in einem anderen System oder so. Obwohl, warte mal. Ich will ja eigentlich hier den Auftrag machen, ne? Dann müssen wir zur Boje fliegen, gell? Richtig? Wir fliegen einfach mal zur Navi-Boje und gucken mal, was passiert. Alter, die ist schon zwei... Wie schnell bin ich denn 52 Lichtsekunden geflogen? Alter! Bei der muss man mal ein bisschen aufpassen. Weil die Boje ist nun mal direkt an der Sonne. Wenn man da mal dran vorbeischießt, dann kann man in die Sonne schießen. Das ist nicht so gut. Das ist natürlich fies, dass man einen experimentellen Effekt drauf packen kann, für die Hitze an die Gegner weiterzugeben. Das ist echt fies. Guckt euch an, wie schön die Sonne aussieht. Oder auch der Stern genannt. Die Engine ist schon fett, finde ich. Die Engine ist schon geil, also. Die hat eigentlich alles an Effekten, was man braucht. Fuse Scooping. Das ist nix dann da. Weil der Fuse Scoop hat viel mehr Power. Ah ne, Quatsch! Das ist ja die Ford Lance. Ne, hier der Fuse Scoop hat ja viel mehr Power. Der ist Schrott. Oh, ich bin ein bisschen müde, ich muss mal gucken, wie lange ich heute überhaupt streame. Schauen wir mal. Aber ein bisschen warten wir auf jeden Fall mal. Wir machen hier die ganzen Aufträge, machen wir auf jeden Fall jetzt mal. Mal gucken, wie viel Prozent es überhaupt gibt pro Auftrag. Wenn es da jetzt, was das echt, 5% oder so gibt, ey, Alter. Ich glaube, dann können sie mich mal kreuzweise. Dann hol ich halt die Corvette. Das ist dann ein bisschen hart. Schauen wir mal. Bin ich denn so scheiße lahm? Los, gib mal ein bisschen Gas. So. Thank you.
Ready to engage. So, schauen wir mal, hä? Hier ist ja gar nicht viel. Leute, es hat eine andere Sonne. 30.000 ist die weg. Das ist halt eine andere Sonne. Ja, dann gib mal Gas, FDL. Dafür habe ich dich jetzt gekauft, damit du Gas geben kannst. Richtig, ist korrekt. Aber wir wissen alle, wie das ausgeht, ne? Dortmund wird wahrscheinlich verlieren und Bayern gewinnt gegen Frankfurt. So ein ganz schrottiges 1-0. Was ist das da denn für ein Zeichen? Was sagt Puber? Das kenne ich gar nicht, das Zeichen. Hä? Was soll das heißen? Hat das mit meinem Auftrag zu tun? Er bleibt dafür verspannt bis zum letzten. Das stimmt. Ich bin halt mal gespannt, ob der Kloppo dieses Jahr mal einen Titel holen kann. Champions League wäre natürlich mega, wenn er die holen könnte. Würde ich mega feiern. Würde ich mega feiern, wenn sie es holen könnten. Aber ja, es kann halt wirklich, in der Premier League kann es wirklich so sein, dass er nachher, was weiß ich, mit 100 Punkten nur Zweiter mal wird oder so, ne? Das wäre ja total behindert. Ist halt schade, dass er das nicht mehr selbst in der Hand hat, ne? Also die anderen müssen halt auf jeden Fall mal verlieren. Ich habe es noch gar nicht geguckt. Aber die haben noch gar nicht gespielt. Leute, die spielen heute. Ja, die spielen morgen. Und wie vor spielen die denn? Also die spielen alle um 16 Uhr, ey. Krass. Marc, können wir morgen eigentlich Fußball gucken, wenn du Bock hast, oder? Ich spiele alle um 16 Uhr. Das wäre ja eine mega Konferenz auf The Zone. Warte mal, ich guck mal gerade, ob das auf The Zone kommt oder als Konferenz. Morgen. Boah, ist das weit, oder? Das ist echt sau weit, da. 33.000 Lichtsekunden, ey. Das ist mega weit. So, don't miss die Entscheidung. Mal gucken, welche Spiele die überhaupt übertragen. Vorschau. Sonntag. So. 16 Uhr. Hä? Hey, die übertragen gar keinen Fußball an dem Tag. Das ist wieder mit dem Delayed. Warte mal. Aber Liverpool steht nicht da unten. Hä? Übertragen die kein Spiel? Kann jetzt sein, oder? Ja, aber warte mal, Fußball. Jetzt live. Catch up mit Highlights. Demnächst. Heute Abend. Heute Abend, heute Abend, heute Abend. Morgen. Premier League Goalzone übertragen. Die Goals und Premier League Saisonfinale. Ey, die übertragen halt echt kein Spiel um 16 Uhr, ne? Von der Premier League. Warte mal. Oder machen die echt nur eine Konferenz?
keine Ahnung. Ich sehe auf jeden Fall nicht, dass sie ein Spiel übertragen. Wäre eigentlich ziemlich enttäuscht, oder? Die Station ist in Reparatur? Hä? Hab ich schon verpasst? Ach lol, das Zeichen von der... Die Station ist in Reparatur, okay? Was ist denn da passiert? Warum ist sie in Reparatur? Das ist schon ein bisschen krass, oder? In Reparatur? Komisch, hab ich noch nie gesehen, dass eine Station in Reparatur ist. Ja, das ist natürlich jetzt gerade ziemlich langweilig, weil 33.000 Lichtsekunden ist schon sauweit entfernt, das muss man schon sagen. Da kann man nichts anderes machen als zugucken. Ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht noch was machen hier, was jetzt irgendwie extrem weit entfernt ist von mir. Ne, das andere ist ja... Keine Ahnung, hier wird noch Gliese, also der Stern wird noch... Die Sonne wird noch angezeigt, keine Ahnung warum. Keine Ahnung, warum die Sonne angezeigt wird. Egal, machen wir das da jetzt erstmal. Habe ich das richtige Setup drin? Ja, habe ich. Okay. Bereiten wir uns auf den Kampf vor. Bedrohung 1. Ich vermute mal, das ist nur ein Schiff. Oder das ist halt wieder so ein Schiff, was irgendeiner Kolonne ein bisschen hinterherjagt. Keine Ahnung. Möglicherweise wegen eines Targoiden-Angriffs, okay. Sind das Aliens? Also ich will in Sachen Aliens, will ich nicht gespoilert werden, ne? Aber ich vermute mal, es sind Aliens, oder? Targoiden hört sich irgendwie nicht menschlich an. Aber in Sachen Aliens will ich halt noch nichts... Da habe ich noch gar keine Ahnung von. Da würde ich mich echt noch ein bisschen überraschen lassen vom Spiel, was danach kommt. Ist auf jeden Fall definitiv eine Sache, die ich auch noch angehen will. Das mit den Aliens. So. Töten. Bitte. Sind Aliens, okay. Würde ich sagen, auf geht's, hä? Er kommt. Nee, fliegt so. Tschüss. So, jetzt geht wieder das Spiel los. Das Spiel, worauf wir uns alle gefreut haben. Sachen einsammeln. Also du hast gestern gemeint, ich sollte ein bisschen schneller fliegen mal. Oder zumindest mal versuchen. Erstmal ein bisschen ranfliegen. Ja. Es ist rechts hängen geblieben. Alles klar, ich habe es jetzt raus. Ich muss einfach rechts hier hängen, die Sachen hängen lassen. Mission erfolgreich, alles klar. Okay, sehr schön. Gut, das nächste war irgendwie ein Stern, ne? Free. 2, 1, engage. Ich finde die englische Stimme schon cooler. Aber man müsste mal auf eine andere englische Stimme stellen. Nicht nur die da. Okay, jetzt zeigt er mir nichts mehr an, oder was? Also bin ich hier fertig eigentlich, ne? Ja.
Okay, fliegen wir ins nächste System. Frameshift Drive Charging. Ja, war natürlich ein bisschen lame, das da jetzt, ne? War einfach nur ein Typ, man. Aber es ist krass, dass die Aliens mal so eine Station angreifen. Gibt es denn einen bestimmten Punkt, wo diese Aliens sind? Also wo die besonders viel vertreten sind, oder können die Aliens überall sein? Ist das so, ist das total random, oder gibt es auf jeden Fall festgelegte Orte, wo man auf jeden Fall Aliens findet? Kurz hier stehen bleiben. Haben wir hier schon ein Ziel? Ja, wir haben ein Ziel. Allison City. Achso, für die Mission abzugeben, ne? Aber ich brauche die Mission noch gar nicht abzugeben, Leute. Ich brauche die Mission noch gar nicht abzugeben. Ich bin noch gar nicht fertig mit den anderen Missionen, du. Nevermore. So, wo haben wir das hier denn? Deserteur, bla bla bla. Hä? Ah ne, das ist die Mission. Das ist ja der Auftrag, den ich fertig habe. Also hier zum Beispiel geht alles viel schneller, ne? Das ging früher mega lahm. Früher hast du echt eine halbe Ewigkeit auf die Galaxiekarte gewartet. Okay, wir fliegen einfach nur dahin. Wir müssen das scannen. Ziel verdeckt. Prinzipiell können die überall hin. Okay. Interessant. Ich hatte ja mal was erlebt. Das kann man ganz schwierig erklären. Und zwar bin ich irgendwo hingeflogen und wurde interdicted, als ich wurde aus dem Frameshift Drive rausgeholt. Einfach im Super Cruise. Und dann habe ich denjenigen abgeschossen. Der mich da rausgeholt hatte. Und dann hat sich ganz, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, haben sich einmal Riesenschiffe einfach vor meiner Nase geportet. Da war ein Riesenschiff dabei und so ein paar kleine Schiffe dabei. Das habe ich damals aufgenommen, aber die Aufnahme habe ich nicht mehr. Das ist ewig her. Ich denke mal, das habe ich nicht mehr. Da habe ich mich voll erschreckt. Da habe ich gedacht, was ist das da denn? Das war, also wie ich das mitgekriegt habe, war das wohl damals so eine Art Föderationsfracht oder sowas. Oder so eine Flotte, sowas. Und die haben wohl ein Riesenschiff dabei gehabt oder sowas. Das war auf jeden Fall total krass. Also einfach so, das ist einfach so random aufgetaucht. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich werde nicht mehr für die töten. So sagt er, der Damian. Ja? Alexa, stopp. Ich finde lustig, dass man oben die Nachrichten lesen kann. Ich werde nicht mehr für die töten, sagt der Damian immer noch. Guter Mann, ey. Er bleibt bei seinem Wort, ey. Er hat es zweimal gesagt. Ein Capital Chip, okay? Also weißt du, was ich meine? Weißt du, wovon ich rede? Das war echt Wahnsinn, ohne Witz. Einfach so, hab ich gedacht, einfach, kam ganz komischer Sound zu, hab ich immer gedacht, was geht denn jetzt ab, ey? War echt krass, ohne Scheiß. Da hab ich halt gar nicht mit gerechnet, ne? Das ist der Damian. So, Damian, ich werde dich jetzt töten. Was hältst du davon? Nein, nein, nein. Der Frameshift gar nicht. Nirgends rum hin. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Oh, da habe ich nur 3. Und da habe ich nur 9.
Jetzt kommt das ganz beliebte Spiel. Oh, stopp, stopp, stopp. Okay. Ich muss auf jeden Fall mehr nach rechts. Nein, nein, das fliegt vorbei, das fliegt vorbei. Ah, nee, doch nicht. Never mind. Oh, guck an, Puhbär, was für ein professioneller Frachtmitholer ich bin. Da staunst du. Ich bin einfach so ein professioneller Frachtmitholer. Die Leute werden Lieder nach mir benennen. Zero Cool, der Frachtmitholer. Pass auf. Drei am Stück, Alter. Woo! Geh ich ab. Ach, guck mal hier, ich habe direkt davon drei eingesammelt. Ich wusste gar nicht, dass man davon auch direkt mehr einsammelt. Wow. Wow. Also schneller zu fliegen war auf jeden Fall ein sehr guter Tipp von dir. Damit komme ich auf jeden Fall besser klar. Davon haben wir jetzt 15. Komm, den da oben auch noch mit. Weil es gerade so gut läuft. Oh, ich fliege um ihn drum herum. Fünf am Stück, Alter. Ja, ist immer nice, wenn die reintroppen. Eifelaner oder was? Was meinst du mit Eifelaner oder was? Ob ich aus der Nähe von der Eifel komme? Ich glaube, ich hatte zwei Ziele, ne? Oder war das jetzt ein Ziel? Ne, ich habe noch ein Ziel. Ah, dann ist ja wieder zurück. Ne? Das ist ja Blödsinn. Das wollen wir ja nicht. So, aktualisiert. Den habe ich gepackt. Warte mal. Mission erfolgreich. Kriege ich jetzt hier? Weil, warum kriege ich jetzt hier aktualisiert? Okay, auf Allison City. Alles klar. So, jetzt machen wir hier den nächsten. Galaxy Card Aufruf Hähn. Lollets. Route nicht verfügbar? Wieso nicht? Ich bin schon da, oder was? Hä? Wohl 492. Ich muss die Boje scannen. Ich muss die Boje scannen. I'm scanning the boy, you know. Ich kenne das Mitholen eigentlich nur aus der Eifel, okay? Ja, ich komme aus der Nähe von der Eifel. Ich komme eigentlich aus dem Hunsrück. Aber die Eifel ist nicht weit von mir weg. Ich wohne eigentlich ziemlich genau zwischen Trier und Koblenz. Falls ihr das was sagt. Ja. Aber ich wohne an der Mosel. Man muss schon den Berg noch hochfahren. Wenn ihr googeln willst, Bergkasse Kurs ist direkt bei mir in der Nähe. Ist 10 Kilometer von mir entfernt. Luftlinie 4. Auf zur Navigationsboje! Hier ist am geilsten, ne? Hier. Ne, Leute, ich hab das gar nicht mehr. Nein, ich hab nicht mehr. Schade. Ich hab die Beförderung zum Elite-Rang habe ich nicht mehr oben drin. Schade, schade. Gell, mein Schatz?
Lilly, hör auf, den Kratzbaum abzulecken, du Dulles. Hey! Hör auf! Mensch! Was ist denn all? Hast du mal eine Weile in Luxemburg gewohnt? Was hast du denn da gemacht? Also, warum hast du in Luxemburg gewohnt? Wahrscheinlich wegen Arbeit, ne? Gehe ich mal stark davon aus. Hast du ein bisschen was geworkt? Incoming Mission Critical, bla bla bla. You can now see where your target is. Three, two, one, engage. Okay, Signalquelle entdeckt. Da haben wir doch. Bedrohung 2. Weißt du, was ich auch noch gar nicht gemacht habe, Puber? Ich habe noch gar nicht auf Planeten gekämpft. Da gibt es ja manchmal auch so Kampfgebiete. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Weil ich immer gedacht habe, dann knall ich auf den Planeten drauf und dann ist ruckzuck alles vorbei. Eltern, bin da zur Schule gegangen, okay? Dann wohnst du nicht weit von mir weg. Also, beziehungsweise dann warst du nicht weit von mir weg. Wir haben viel in Luxemburg gearbeitet. Also, die Luxemburger bestellen ja unheimlich viele deutsche Handwerker, ne? Ja, und ich bin ja gelernter Schreiner. Und, da haben wir viele, also ich arbeite bei einer Firma, die Treppen macht. Und da haben wir viele Treppen eingebaut in Luxemburg. Die Luxemburger sind halt bei uns gern gesehene Kunden, weil das Geld dann nicht so eine arschgroße Rolle spielt. Weil Luxemburger haben in der Regel relativ viel Geld. Also bis auf die Portugiesen, die da wohnen. Obwohl die Portugiesen ja auch in Schlecht Geld haben, aber... gibt halt so ein paar Luxemburger, die haben schon relativ viel Geld. Und da spielt halt oft nicht so eine große Rolle, wie man die Treppe macht. Ja. Die holen eigentlich immer die extravaganten Sachen mit, die Luxemburger. Deswegen sind das bei uns gern gesehene Kunden. Kampfgebiet auf Planeten nicht, dass ich wüsste, okay? Dann bin ich gerade ein bisschen doof. Ich habe immer gedacht... dass ich das mal gesehen hatte. Dann vergiss einfach, was ich gesagt habe. Dann wird das dann stimmen. Töte mich! Christian Mayer. Hast auch einen scheiß Namen, Mann. Boah, ich verlor's, ist halt einfach viel. Hat er denn gerade ein Manöver gemacht, ey? Hä, wie ist denn er? Er ist gerade irgendwie so hochgeboostet, ganz komisch. Alter! Sah ja mega seltsam aus, was er da gemacht hat. Da, Kristallscherben habe ich nicht viele. Ich schreck mit. Boah, ich bin zu schnell. Jetzt fliegt von mir weg. Ich hab ein bisschen angekickt. Das fliegt immer noch ein bisschen von mir weg, weil ich das angekickt habe. Ja. Ich hol sie trotzdem mit, habe ich zwar 18 Stück von, aber das ist ja auch nicht viel, ne? Bei manchen Sachen brauchen wir ja auch 3.
Ah! Easy, Alter. Easy. Okay, sehr schön. Okay, gut, dann haben wir jetzt nur noch die mehreren Schiffe da, ne? Die wir da abschießen sollen. Ansonsten haben wir alles. Ist auch hier. Hä? Nee, ist woanders. Wo ist denn das? Hä? Finden, zerstören Sie 8 Schiffe im Arcus Systems. Okay. Okay, ich muss also zu dem Heimatsystem da fliegen, wo ich meine Aufträge auch her habe. Boah, ist schon ziemlich flott, die FDL, oder? Für so ein M-Schiff ist sie echt sauschnell, ey. Also schon ziemlich wendig so. Muss man schon sagen. Finde ich schon cool. Ich will einfach nur in Frieden leben, sagte Christian Mayer. Was muss ich machen? Muss ich eine Boje wieder scannen oder wie funktioniert das hier? Sie finden ihre Ziele in den Krisengebieten des Arcus Systems. In den Krisengebieten. Okay. Krisengebiete? Okay. Ist das dann hier so weit, wo geringe Sicherheit ist oder sowas? Oder Kampfbereiche sind? Wo sind Krisengebiete, Pube? Sorry, dass ich immer frage. White Hope Ranch, was ist das denn? Ist das ein Attraktionsziel, so was, ne? Geringe Intensität, hohe Intensität. Muss schon so ein Kampfbereich hier fliegen, kann das sein? Bereich, oder steht da Piraten? Sekunde. Da steht, sie finden ihre Ziele in Krisengebieten, sie halten ihre... Muffled Fortune Interstellar Fraktion. Das könnte ja praktisch so eine Fraktion sein, die in so einem Kampfbereich ist, oder? Wo verschiedene Intensitäten sind, oder? Richtig? Ne? Hätte ich das fast gesagt, oder? System Arcus, Zieltyp, Fortune Interstellar. Muffled Fortune Interstellar. Also das ist praktisch... Die Organisation, genau. Das ist die Fraktion. Hätte ich jetzt fast gesagt, das ist sowas, oder? Da ist es doch. In diesem Kampfbereich sind Movement for Arcus Liberals und Movement for Fortune Interstellar. Also die kämpfen da auf jeden Fall gegeneinander, die zwei Gruppen. Also müsste das doch sowas sein, ne? Da eine Fraktion werden und abknallen. Hm? Okay. Also ich muss... Was habe ich gesagt? Murfeld Interstellar muss ich abschießen, ne? Murfeld Interstellar muss ich abschießen. Ja, genau. Zerstören Sie 8 Schiffe der Murfeld Fortune Interstellar-Funktion. Okay. Hoffentlich gibt es da jetzt nicht zu sehr auf Maul. Geringe Intensität bedeutet ja eigentlich, dass es eher leichter ist, oder? Aber das finde ich jetzt auch cool, dass da oben das angezeigt wird. Das war nämlich vorher auch nicht so. Jedenfalls zu meiner Zeit nicht unbedingt. Ah, Christian Mayer, tut mir fast ein bisschen leid, der arme Kerl, ne? Er wollte ja eigentlich einfach nur in Frieden leben, ne? Jetzt habe ich ihn abgeknallt. So ist das im Leben, ne? Wenn du in einen Kampfbereich fliegst, kommt oben links ein Auswahlmenü zum Wählen einer Fraktion. Auf diesen
auf dessen Seite du kämpfen willst, okay? Also ich muss für Movement for Arcos Liberals kämpfen, ne? Richtig? Alter, ich bin so vergesslich, ne? Also. Arcos Liberals, das muss ich machen. Arcos Liberals. Christian, behalt der Arcos Liberals. Christian, kriegst du das hin? Arcos Liberals zu behalten? Geht das, Christian? Kriegst du das hin? Kriegst du das gerade so hin, Christian? Ja? Das wäre echt cool. Subhype! Vom Marktapp. Hi! Auf Mixer. Gering ist eher leichter, okay. Mhm. Sehr interessant. Sehr gut. Ja, da habe ich jetzt auch schon. Das ist auch eine Sache, die habe ich vielleicht das letzte Mal vor 2 Jahren gemacht oder so, ne? Habe ich auch dem ALP auf YouTube so ein bisschen zugeguckt, habe ich gedacht, ah, oh, okay. Der ist halt mit seiner dicken Anaconda da reingeflogen, getuned bis zum Gatebär wahrscheinlich. Und dann hat er einfach da alles abgeknallt, weil ihm vor die Flinte geflogen ist. 1 Million der, 2 Millionen der, 50.000 der, 150.000 der, 400.000 der. Und dann hat er halt einfach so, keine Ahnung, eine Stunde hat er da seine 20 oder 30 Millionen Credits gemacht. Ja. Wo ich mir dann gedacht habe, Alter, what the fuck? Oh, guck mal, da sieht fast so aus, als wenn echt auf dem Planeten wäre. Vielleicht habe ich das gemeint mit auf dem Planeten, Puber. Du wickelst auf jeden Fall gegen die Kämpfen, dessen Schiffe du abknallen willst. Ja, ja, klar. Sicher. Deswegen muss ich ja für Arcos Liberals kämpfen. Eintritt in Kampfbereich, okay? Das sagt er sogar zu mir. Muss ich gucken, dass ich das jetzt richtig klicke. Ich kann auch einfach anfangen, irgendwie einen anzuschießen, oder? Wo kann ich das jetzt auswählen? Ah, okay. Für diese Fraktion kämpfen. Ich will für diese Fraktion kämpfen, ne? Warte mal, steht doch jetzt bestimmt, dass ich die abknallen muss, ne? Missionsziel, genau. No problem, my friend. I'm gonna help. As always. Das finde ich auch richtig cool gemacht mittlerweile. Ich fand es jetzt schon sau cool, dass er zu mir gesagt hat, dass er es cool findet, dass ich ihm helfe. Schon ganz schön viel aus, der da, oder? Okay, da habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Hier kommt jetzt zum Vorschein, wie gut man kämpfen kann. Boah, er hält schon ganz schön viel aus. Alter Schwede, guck mal, wie viel Kugeln ich in den reinjagen kann. Kriegt halt seine Schilde nochmal aufgeladen, ne? Soll ich hier jetzt ein bisschen mehr auf Antrieb gehen dann? Ich tue jetzt immer so ein bisschen nach unten
Cursor, man sieht es ja auch an meinem Strahl. An meinem Strahl. Ich tue immer ein bisschen nach unten strafen, also so mit dem Schiff nach unten fliegen. Dann kriege ich eigentlich ziemlich schnell gewendet, muss ich sagen, ne? Ich könnte sogar ein kleines bisschen mehr auf Antrieb gehen. Ja, er kriegt halt seine Schilde voll, ne? Scheiße. Aber er hat halt nicht viel Schild. Ja, ich bin schon voll auf Waffen. Da konnte ich gerade nichts machen. Ich kann gerade nicht in den Chat gucken. Ich guck gleich mal, welche die Arten. Alter, da müsste schon ein bisschen mehr gehen. Oder ist der gesetzlos? Kompetent ist er. Ist genauso gut wie ich. Also vom Rang her. Oh ne, jetzt hau nicht ab. Oh Mann, ich Idiot, jetzt war ich zu schnell. Ich hab gedacht, er wollte abhauen, vielleicht. Oh Mann, ich Idiot. Jetzt habe ich mich zu sehr auf Dipping konzentriert. Target destroyed. 21.000 Credits ist ja gar nichts. Wenn er so viel Kohle pro Abschuss bekommen hat, wäre er nicht in den Kampfzonen. Du kannst aber einfach einen anschießen, bekommst aber dann keine Belohnung pro Abschuss. Sind halt Kampfschiffe. Hin und her wechseln. Wenn du dich drehst, Antrieb und wenn du schießt, auf die Waffen. Okay, alles klar. Mhm. Okay, suchen wir uns vielleicht mal ein einfaches Ziel aus. Der ist Experte. Der hat keine Schilde mehr. Krass, halten die viel aus, oder? Wo ist er? Ja, genau hinter mir. Er ist genau hinter mir. Boah, warum setzt der mir jetzt so zu? Ah, jetzt schießen zwei Schiffe auf mich, ne? Richtig? Na, das ist jetzt ätzend, ne? Jetzt wird die ganze Sache doch ein bisschen interessanter. Ah, Mist. Oh, scheiße, ich hab mich... Jetzt müsste ich über die Module meine zweite Schildzelle anwenden. Mist. Hallo. Hallo! Scheiße. Ah, meine Schilde sind schon aus. Ah, fuck. Meine Schilde brauchen ewig für anzugehen. Was soll ich machen? Soll ich raussprengen? Energiesysteme erhöhen die Schildstärke. Ist alles so easy gesagt, ey. Ich mache gerade 27.000 Sachen auf einmal, ey.
Was ist das da? Was ist das da? Was explodiert da vor meiner Nase? Was ist das? I don't get it. Was? Beschädigte Befehlfunktion? Was ist los? Was ist auf einmal los? Was schießt da? Dieses Bumm. Was ist das? Warum hat er meinen Impuls, der ist jetzt eine Fehlfunktion? Naja, hat keinen Zweck. Hat keinen Zweck, das hier. Das ist alles Blödsinn. Zumal seine Schilde jetzt wieder online sind. Das ist halt genau das, was ich nicht verstehe. Das ist genau das, was ich nicht verstehe. Warum ist er jetzt so stark? Was macht er, was ich nicht habe? Was soll das? Das verstehe ich einfach nicht. Keine Ahnung, er hat mir jetzt... Der war ja echt nicht gut, der da. Der war ja echt nicht gut. Aber der hat eine verdammt krasse Hülle gehabt, die ich einfach nicht platt bekommen habe. Keine Ahnung, also... Das leuchtet mir dann oft nicht so richtig ein, das da. Das verstehe ich dann nicht so richtig. Oh, ist das weit. Warum ist denn das so weit? Das sind Missiles, die er nach hinten schießt, oder was? Ich bin ja dem hinterher geflogen und er hat mir Explosion in die Fresse geschossen. Wie schießt er denn hinter mich? Wie schießt er hinter sich? Wie geht denn das? Ich hoffe, das sind alle ingeniert, okay? Ja, das habe ich schon mal irgendwo gelesen gehabt, dass in diesen Kampfzonen die Schiffe ingeniert sind. Ja, komm, gib mal ein bisschen Gas, Jungschi. Komm, bisschen schneller mal werden. Bisschen mehr mal Gas geben. Ich will ja heute noch hinkommen. Schade. Echt schade. Ah, es gibt doch Minen, die er abwerfen kann, okay? Gut, das finde ich natürlich jetzt hart, gell? Ich meine, klar, der Bot kann halt ganz genau sehen, okay, er fliegt gerade genau hinter mir. Dann schmeiße ich einfach mal ein paar Minen raus. Das ist natürlich ein bisschen krass. Ich will es nicht unfair sagen, aber ist schon krass. Ja, ich muss bei solchen Sachen dann einfach ein bisschen auf den Kampfrang achten. Aber trotzdem ist das da für mich frustrierend, wenn ich ehrlich bin. Weil, jetzt habe ich eine FDL, mein Schiff ist zum Teil engineert und ich krieg halt nichts auf die Reihe. Keine Ahnung, also. Seine Schilde hatte ich eigentlich recht schnell unten, das war nicht das Problem. Aber die Mehrfachgeschütze haben ja gerade, keine Ahnung, die haben ja Kratzer reingemacht. Das ist ja nix, was da an Schaden kommt. Da müssen wir ja wirklich Raketen mitnehmen. Aber mit Raketen habe ich auch noch nie gespielt. Wieso, mein Schiff, meine Laser sind noch engineert. Meine Laser sind engineert. Meine Mehrfachgeschütze sind engineert. Ein bisschen, klar, jetzt nicht extrem. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ein bisschen engineert sind sie. Ja, mit Grad 3, ja. Boah, ist das da weit weg, ey. Oh, da habe ich mir echt eine beschissene Missionsgegend ausgesucht, ey. Zumal ich den ganzen Scheiß wieder zurückfliegen muss, wenn ich auch nochmal hin will. Also wenn da nicht ein Kampfgebiet ist. Vielleicht ist da ja auch da ein Kampfgebiet. Vielleicht geht da ja auch was. Okay. Ich habe erst ein von 8 Schiffen abgeschossen. Eins von 8. Aber ist cool. So kannst du den Auftrag da machen und bekommst gleichzeitig auch immer das Kopfgeld, ne? Das ist natürlich ziemlich geil, ne? Du greifst praktisch doppelt ab, ne? Und eben das Ganze ist nur mal auch ein Höhlentank. Okay. Da braucht man eine Weile, um runterzuschießen. Ich habe eigentlich gut durchgehalten, okay? Danke. Danke für das Lob. Ja, jetzt, da gebe ich dir recht. Das Gunship ist natürlich, ja, hat eine bisschen dickere Hülle wie die anderen Schiffe dann, ja.
Da gebe ich dir recht, klar. Ist das Gunship auch schon ein M-Schiff oder ist das noch ein S-Schiff? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, aber kannst du verstehen, warum ich das dann manchmal so ein bisschen frustrierend finde? Weißt du, so, keine Ahnung, das habe ich ja schon ein bisschen was gemacht. Also ein bisschen engineered, nicht so extrem. Wegen so eine kleine, geringe da rein und dann bekommst du halt trotzdem aufs Maul, ne? Ja. Ja, und wie gesagt, das war ja auch eben nicht böse gemeint, zum Beispiel mit dem Schild auf dem System, aber das ist dann halt auch, das ist halt auch krass, gell? Wie viele Sachen man eigentlich auf einmal drücken müsste, ey. Ja, ich sehe halt, okay, er fängt an zu manövrieren. Ich drücke direkt eins nach vorne, für auf Antrieb zu gehen, damit ich ein bisschen schneller die Biege kriegen kann. Sehe dann, okay, meine Laser werden dann medisch leer. Dann gehe ich wieder mehr auf Waffen drauf. Und dann irgendwann noch, ja, meine Schilde gehen ja auch noch runter. Scheiße, ich brauche noch das System, ne? Also, das ist halt schon dann ein bisschen krass in dem Moment, ne? Und hier identifizierte Signalkörper. Guck mal gerade mal, was das da ist. Nein! Anwählen. Danke. Ein Gunship ist medium, okay? Na ja, gut, klar. Dann hält das ja ähnlich viel aus wie mein Schiff, ne? Zum Üben sind die Abbauzonen eher gedacht. Ja, okay. Ich muss jetzt einfach ein bisschen mehr darauf achten. Zum einen, welchen Kampfrang nehme ich ins Visier? Weil am Anfang vom Kampfrang kann ich auch sehen, wie krass ein Schiff ingeniert ist so ein bisschen, ne? Experte war anscheinend jetzt schon ziemlich gut, offensichtlich. Auf jeden Fall besser wie ich. Der Kampfrang steigt doch ziemlich langsam, kann das sein? Egal. Ja. Darauf muss ich achten und ich muss halt achten, was für ein Schiff ist es, ne? Ist es ein kleines Schiffchen oder so? Wie, was weiß ich, wenn ich jetzt eine Cobra sehe oder so, dann direkt drauf. Weg mit dem Scheißding, ne? So nach dem Motto ungefähr, ne? Ich will jetzt trotzdem nochmal in so eine Kampfzone. Bock gemacht hat er ja schon, so ist es nicht. Aber man merkt halt früh genug, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, ich muss hier weg, ne? Ich muss auch bei den Modulen meine richtige Dings wieder anmachen. Ist halt schon blöd, ne? Ich muss halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich muss halt X gedrückt halten und dann Right-Button für die Feuergruppe zu wechseln, muss dann die Schildzellen aktivieren oder den Düppel halt, muss dann nochmal X gedrückt halten für auf die andere Feuergruppe zu wechseln, für wieder zu schießen, ja. Dann muss ich halt auch alles während dem Fight machen, ne? Alles ist kein Problem, alles nur eine Gewohnheitssache. Aber, ja, auch das muss man halt erstmal auf die Reihe kriegen, ne? Komm zurück, Kommandant, sagte zu mir. Bin ich jetzt Kommandant bei denen oder sagt er jetzt einfach zum Spaß? Kratzer an meinem Schiff. Gar nicht gut. Bah. Kämpfen ist keine Übungssache, genau, richtig. Guck mal da. 117.000 schon, ne? Schon ein bisschen Geld, ne? So ist das. Dann gucken wir mal gerade, pass mal auf. Ich hab 24%. Ah, ne, Quatsch. Andere Sache. Hier hatte ich 20%. Da hole ich meine Reparaturkosten wieder rein.
Also, mit denen haben sie es auf jeden Fall. Warte mal. Mufford Forge und Interstellarschiffe massakrieren. Ist das nicht genau dasselbe? Könnte ich dann zweimal absahnen? Da könnte ich ja zweimal absahnen, oder? Einmal 8 Schiffe und einmal 10 Schiffe. Sie finden die Ziele im Krisengebiet der Arctus Systems. Und da bin ich ja, ne? Ich bin in Arctus Systems, ne? Genau. Könnte ich ja zweimal abgreifen, oder? Die zählen aber nur nacheinander. Glaubst du? Okay. Also erst 8, dann 10 oder was? Würde Sinn machen, ne? Weil hier sind 64. Alter, was haben die für einen Hass auf die, ey? Guck dir das an. Alter, wie viele Aufträge! Da kannst du den ganzen Tag in so einem Ding da verbringen. Oh, hier ist ein Deserteur. Das ist Missionsrang Elite, ne? Also der ist halt schon... Der geht halt richtig ab, der Typ. Der wird mich zerficken. Okay, haben wir noch einen Deserteur, noch einen Deserteur. Mal gerade mal gucken. Hat er denn jetzt hier was gegeben? 22%! Willst du mich veräppeln oder was? Gut, das waren jetzt auch alles kleine Missionen mit einem kleinen Gehalt so, ne? Wenn man damit eine Mille macht, dann macht man da vielleicht nochmal 10% pro Mission, oder? Boah, Alter, ist das mühselig, oder? Da farmst du ja ewig dran. Da farmst du ja ewig dran für dieses, Was ist das hier? Rang Elite. Ist schon krass, ne? Also wenn du so 1 Million hast, praktisch einen Auftrag, der dir auch richtig Ruf geben würde bei der Föderation, der ist auch gleichzeitig schon Elite. Und der haut mir ja richtig auf Maul. Auftrag geheimer Angriff. Die sind im Krieg, was erwartest du? Aber krass, oder? Ist schon krass, ne, dass man jetzt da... Du könntest ja wirklich die Aufträge alle annehmen, würdest da reinfliegen, wenn du jetzt ein richtig gutes Schiff hast und richtig viel Skill hast, dann fliegst du einfach da rein, holst einfach einen nach dem anderen, ne? Das ist ja schon krass. Finde ich schon extrem. Ich habe noch einen Auftrag gekriegt von einem Deserteur. Also hier kann ich jetzt hier auch nochmal was absahnen. Hä? Alle Kopfgelder einlösen 35.000, das ist ja gar nichts. Okay. Ja, ich habe halt gesehen, da hat noch ein Deserteur-Auftrag. Hat man eigentlich irgendwas davon, wenn man jetzt einen richtig guten Rang, einen richtig guten Ruf hat von so einer Fraktion hier? Oh, 570. Hä? Das ist doch das Kettensymbol, oder? Das Kettensymbol bedeutet doch, dass ich aufsteigen kann. Wenn du so richtig Rang fahren möchtest, dann könntest du nach Zeus oder Sotis fliegen und da den lieben langen Tag Transfermissionen, Datentransfermissionen hin und her schippern. In Kampfzonen bekommt man viel weniger als in Abbauzonen. Dafür sind da halt dauerhaft Schiffe zum Abschießen. Okay. Aber das ist schon davon abhängig, wie viel Geld ich bekomme, oder? Das scheint ja easy zu sein, oder? Weil da erforderlicher empfohlener Rang kompetent ist genau mein Rang. Das nehmen wir mal an.
Okay, ein Kampfzaun bekommt man viel weniger als ein Abbauzaun, okay. Richtig, wo war ich jetzt stehen geblieben? Okay, nochmal was? Wie angenehm, ich kann mich auf das kleine Problem entschuldigen, was wir in der letzten Mission behalten. Seien Sie gewiss, dass Sie den Schuldigen in unserer Ermittlungsabteilung für ihre gerechte Strafe erhalten haben. Moment mal, ist jetzt der Typ, der jetzt gesagt hat, er will einfach nur Frieden haben, habe ich den jetzt umsonst abgeknallt, weil die da Scheiße gebaut haben in der Ermittlungsabteilung oder was? Ihr tatsächliches Ziel ist Matthew Bladen. Ah, okay. Dann habe ich ja aus Versehen den Falschen abgeknallt oder was? Seien Sie gewiss, dass es sich diesmal um den richtigen Piloten handelt. Danke dafür, ey. Cool. Danke. Gut, pass auf, wir fliegen dahin. Wir springen da rein. Weil, wenn wir zurückkommen, sind wir auf jeden Fall näher an dieser Zone nochmal für zu kämpfen. Deswegen machen wir zuerst das hier. Und kommen nochmal zurück und kämpfen dann nochmal in diesem Gebiet, wo wir eben gekämpft haben. Ich habe halt echt das falsche Ziel abgeknallt, ne, Pubia? Das ist ja wohl der Wahnsinn, oder? Pikachu hat wieder mit Twitch Prime gesubbt. Danke dir, Pikachu. Alter, wie oft hast du das eigentlich schon gemacht? 3 Monate schon, ey. Danke dir. Kommt ja mal rein und zack, ey, subbt einfach. Danke dir, ey. Danke für den Support. Schon 3 Monate, Alter. Echt fett, danke dir. Und ich weiß, dass du das bist, Flo. Ich weiß es, ja? Es ist immer noch ein beschissener Name. Danke, dass du wenigstens jeden zweiten Monat für mich übrig hast und nicht nur Dr. Disrespecten gibst. Letzter Monat. Danke dir. Das Kettensymbol heißt nur, dass es Folgemission ist, aber es ist eine rangaufwendige Mission, erkennt man am Namen der Mission. Für die Föderation oder föderale Auftrag oder ähnlich. Ah, okay. Weil ich habe letztens hat mir einer erzählt gehabt, dass wenn dieses Kettensymbol da ist, dass man dann den Aufstieg bekommen kann. Aber cool, dann ist es einfach nur praktisch eine Folgemission von der, wo ich vorher gemacht habe. Ne, der Doc hat genug Kohle, ja, da gebe ich dir nicht. Aber ich hab's ja alle mal gesubbt gehabt. Ich hab den Shroud mal gesubbt gehabt. Ich hab den Doc mal gesubbt gehabt. Ja. So, missionsbezogene Quelle entdeckt. Ja, ich muss zur Boje fliegen, offensichtlich. Ja, die haben wirklich genug Kohle. Ich bin mal gespannt, wann da sich noch so ein bisschen was ändert. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, so ein Shroud und so ein Dr. Disrespect, ne, die verdienen sich dumm und dämlich, ne. Also, weil die haben ja im Prinzip, ich sag mal, die haben ja keine Ausgaben, ne. Die haben dieses, ich könnte die Lampe mal anmachen, ne. Ich hab mal gerade Licht an, Leute, Sekunde. Die haben ja praktisch, ja, was, die müssen ja nichts investieren oder so, ne? Die haben ja ihr Equipment da stehen, kriegen wahrscheinlich einen PC sogar noch gestellt von irgendeiner Firma. Und, ja, die haben Equipment da stehen, die streamen jeden Tag einfach und kriegen Abos ohne Ende. Ja, so ein Shroud hat 40.000 Abos, ja. Keine Ahnung, der muss Steuern dafür bezahlen, der muss eine gewisse Abgabe an Twitch machen und das war's, ne? That's it. Die verdienen sich halt einfach dumm und dämlich damit. Die verdienen sich wirklich dumm und dämlich damit. Muss man wirklich sagen, wie das ist. Und was machen sie? Sie hocken den ganzen Tag da und zocken. Ja, ich meine. Ne, für irgendwelche Symbole zu spammen muss ich auch nicht zappen, das stimmt. Die bekommen auch alles gesponsert, genauso ist es, ja. Also die, wie zum Beispiel Dr. Disrespect hat ja auch mit hier Turtle Beach, glaube ich. Für Turtle Beach hat er ja eine Partnerschaft, ja. Also das heißt, der muss für das Headset auch nichts bezahlen. Im Gegenteil, er kriegt sogar so eine Special Edition für sein Headset. Ja, und das ist schon, ja. Ich meine, gut, ein Dr. Disrespect vermarktet sich auch saugut, ne.
Da gibt es andere Leute, die machen noch viel weniger. Ja, da gibt es halt wie andere Leute, die sitzen halt einfach echt nur da so. Wie so Zombies, ja. Und, keine Ahnung, halten den Ranzen in die Luft und sind einfach gut neben dem Spiel, was zu spielen, haben 10.000 Abos, verdienst du damit dumm und dämlich, ne? Ist halt schon krass, ne? Und mit Gillette, ja, genau. Ne, ja, hatte er, ja. Er hatte. Stroud hatte sogar vor 2-3 Wochen hat er 100.000 Abos gehabt. Hat er 100.000 Abos gesprengt gehabt. Und dann ist er ja mit dem Roller auf die Fresse geflogen. Und war dann eine Zeit lang offline. Beziehungsweise, nee, Quatsch, das war danach. Das war danach sogar. Aber er hat mal ein bisschen runtergefahren gehabt und streamt ja momentan für Europa nicht so viel. Er streamt ein bisschen Europa-zeitenmäßig ein bisschen scheiße. Hat mit einem Arm trotzdem noch alles rasiert, ja. Ja, gut. Wie gesagt, der Mann ist für mich, das ist ein Gott für mich. Ohne Witz. Hä, warte mal, was? Ich krieg die Sonne markiert? Bekannte Position ihres Ziels wird gerade in die Systeme ihres Schiffs hochgeladen. Verkehrsroute CE Bootes AC nach CE 11? Hä? Wie jetzt? Das ist die Sonne, oder nicht? Traf ich jetzt gerade nicht. Das ist ein Cluster. Da ist es. Alles klar, never mind. Er zeigt praktisch die Sonne als das Sternensystem an und will damit nur sagen, okay, das Ziel ist auf jeden Fall in dem System da. Nur halt irgendwo da. Das ist ja nie dangerous. Ist jetzt noch nicht mal so, dass das ein super stream-freundliches Spiel ist. Es ist jetzt nicht so, dass hier permanent Action irgendwie am Start ist oder so, ja. Aber es ist halt ein Spiel, was ich immer wieder ziemlich cool finde. Was ich immer wieder auspacke. Und einfach momentan mega gerne spiele. So im Prinzip kannst du sagen, eine Art Raumschiff-Simulationsspiel, könnte man sagen. Ja. Also es ist richtig krass mit, wenn du Planeten landest, hast du Anziehungskraft und so. Also wirst du halt schneller runtergedrückt und so Dinger. Oder kannst du auch auf Planeten landen mit einem Buggy, kannst durch die Gegend fahren, kannst Sachen einsammeln. Kannst natürlich im Weltraum rumfliegen, kannst, wenn du hier mal anguckst. Also es ist super krass auf Simulation wirklich getrimmt, ja. Man will halt wirklich so realistisch wie es geht irgendwie nachvollziehbar machen. Das hier ist praktisch die Galaxis, ne. Also da ist halt wirklich, wenn du überlegst, das hier, was du hier jetzt siehst, das sind ja alles Sterne, da kann man überall hinfliegen, ne. Das sind alles Sternsysteme, ne? Wo man reinspringen kann, ne? Und hier in der Mitte, ja, ist halt genauso, ne? Und das ist halt total abgefahren. Das sind halt 26.000 Lichtjahre von hier entfernt. Und das ist schon ziemlich krass, ne? Das Spiel ist wirklich riesig. Und wird von einem kleinen Team immer wieder konstant weiterentwickelt. Wirklich richtig gut gemacht, richtig viel Liebe zum Detail. Und ja. Kommen immer Updates die ganze Zeit und die Updates kosten auch nichts. Jedenfalls momentan nicht. Kann sein, dass das noch ändert. Vielleicht springen sie mal noch mal einen DLC, der ein bisschen Geld kostet. Das Spiel an sich kostet auch nicht viel Geld. Der Einstieg ist sehr, sehr hart. Also das Spiel erklärt einem fast gar nichts. Am Anfang, wie damals die Beta losging, wie die Preview losging, also das Spiel, was in der Preview gestartet ist, hast du wirklich YouTube-Videos kostet geguckt für als Tutorial. Hast praktisch nichts erklärt bekommen. Du hast ein Raumschiff in die Hand gedrückt bekommen, hast gesagt, kriegst hier, Junge, da ist die Galaxie, flieg los.
Ja. Du kannst halt auf verschiedene Art und Weisen Geld machen, weil letztendlich geht es darum, erstmal Geld zu machen und bessere Raumschiffe zu bekommen. Du kannst kämpfen, Handel durch die Gegend fliegen, Mining betreiben, die Galaxie erforschen. Damit kann man überall Kohle machen mit solchen Sachen. Ja, und ich finde es mega geil, wirklich. Ist wirklich ein saucooles Spiel. Und es hat vor allem eine super, wie zum Beispiel jetzt hier, der Puber ist ja zum Beispiel so einer, der hat halt gut über 2000 Stunden in dem Spiel drin. Und es gibt eine super, super aktive Community in dem Spiel, die auch super, super nett und super freundlich ist. Super viele coole Leute dadurch kennengelernt, die immer wieder gerne Elite spielen. Und immer wieder gerne den Leuten zeigen, wie das Spiel funktioniert. Dann schauen wir mal. Was hat der für eine Bedrohung gehabt? Habe ich das gar nicht drauf geachtet. Guck mal, was der da kann. Ne? Der greift mich an. Jetzt da unten wird er als Neuling angezeigt. Der war jetzt ziemlich easy. Dafür, dass er jetzt so viel Kohle gegeben hat, war der da jetzt ziemlich easy, ne? Ach stimmt. Flo, falls du noch da bist, ich zeig dir gleich mal was. Pass mal auf. Was nämlich mega cool ist. Was ich in dem Spiel echt geil gemacht finde. Aber es gibt ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Weltraumspiel gespielt hast. Also früher gab es halt Weltraumspiele. Die hatten, ich sammle hier mal gerade hier die Fracht ein. Die hatten ja auch so ein Mining-System, bist du auf den Asteroiden drauf losgeflogen, hat der Asteroid ein bisschen Sachen von sich gegeben und dann hast du die eingesammelt oder irgendwelche Sammler haben die eingesammelt. Hier zeige ich dir mal, wie hier das funktioniert. 9 Stück, okay. Ja, wieso denn nicht? Wieso soll UFC nicht Bock machen? Hol dir auf jeden Fall mal den Game Pass, Flo. Da gibt es so viele geile Spiele, ey. Ist fast so gut wie FIFA gegen seine Kumpels. Ja, geil. Ist doch cool. Warte mal. Kann sein, dass ich jetzt aus dem Spiel rausfliege. Aber ist ja an der Stelle nicht so schlimm. Sekunde. Ich habe das nämlich aufgenommen. Ja, Battlefield, Battlefield, Battlefield. Müsste hier das Video sein. Habe ich die Anlage noch laut? Geil, ich habe die Anlage noch laut. Wie extrem professionell von mir. Also du musst halt den Asteroiden scannen und kriegst dann gezeigt, was der Asteroid hat. Und in dem Fall ist es so, der hat so Leeren-Opale drin. Dann kriegst du verschiedene Stellen angezeigt von den Planeten, von dem Asteroiden, wo du den sprengen kannst. Da hat der so Risse. Ja, wir machen jetzt hier die Musik mal ein bisschen lauter. Das ist nämlich mega cool. Wenn du mit Star Wars ein kleines bisschen was anfangen kannst, das finde ich das hier saugeil gemacht. So. Jetzt hast du oben rechts so eine Angabe, so ein Balken, der damit schwingt, der anzeigt, ja, wie extrem du Sprengungen auf dem Planeten drauf machen musst, bis der anfängt, ja, oder auf den Planeten, auf den Asteroiden drauf machen musst, bis der anfängt, die Opale von sich zu geben. Oder das, was drin ist. Jetzt musst du auf jeden Fall so verschiedene Sprengungen anbringen und dann musst du detonieren lassen. Das war gut. Nicht. Das war sehr gut. Wow, da ist wirklich beispielhaft, wie beschissen man einen Asteroiden abbauen kann. Gut gemacht, Christian, gut gemacht. So, auf jeden Fall bringt man jetzt die verschiedenen Sprengungen daran an. Und dann geht's los. Da war zu hart. Nee, okay. Never mind, ich hab nichts gesagt. Ja, jetzt sprengt man. Jetzt hört ihr das an.
sind halt seismische Bomben, ne? Wie in Star Wars. Falls du damit was anfangen kannst. Drrr. Mega geil gemacht. Das farmt sich so cool. Ich finde, das macht so krass Bock, ey, diese Dinger zu farmen. Eigentlich macht Farm ja keinen Spaß. Aber in dem Fall macht Farm wirklich Spaß. So aktualisiert, ne? Haben gepackt. Okay. Mhm, sehr schön. Also fliegen wir wieder hier hin. Und fliegen in so ein Konfliktgebiet, ne? Versuchen wir wieder ein bisschen zu kämpfen. Der Tod ist ja nichts explodiert. Ne, ist echt cool gemacht. Da haben sich echt Gedanken gemacht. Ist halt jetzt so nur noch 15 umgesetzt und ich finde das echt cool, echt stark. So, okay. Let's go to the Kampfgebiet. Today. Field scooping. Geringe Intensität. Bitte fliegen Sie dorthin. Danke, kein Problem. Okay, versuchen wir es nochmal, Pubert, ne? Versuchen wir nochmal unser Bestes. So, ich muss gegen Mufrid Fortune Interstellar kämpfen, richtig. Ja, richtig, muss ich. Wow, 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 ich bin zu schnell. Ja, es ist halt auch ziemlich cool gemacht, Flo, zum Beispiel, dass du hier hast halt einen Antrieb für von einem Sternsystem zum anderen Sternsystem schnell zu fliegen. Und dann im Sternsystem hast du einen super Cruise für von A nach B, von Planet zu Planet zu fliegen, ne? Weil, wir wissen alle, bis zum Mars oder so ist auch ziemlich weit bei uns in unserem Sonnensystem. Ja, da muss man schon ein bisschen Gas geben. Da brauchen wir schon den richtigen Antrieb, ne? Wird schon, genau. Ay, claro! Alles Übungssache. Hier siehst du halt so ein bisschen, wie krass. Also wir werden ja immer langsamer und der Planet kommt auch immer langsamer auf uns drauf zu. Ja, ist alles so cool gemacht eigentlich, ne? Ist eigentlich alles so logisch, ne? Aber gleichzeitig auch so unlogisch, weil halt so, weil die ganze Technologie einem so weit entfernt vorkommt, ne? Das ist ja irgendwie alles noch so ein bisschen, ja, schwierig zu beschreiben. Auf der einen Seite macht das voll viel Sinn, was man hier so sieht. Auf der anderen Seite ist es aber auch, ja, noch sehr weit entfernt, dass man so durch die Gegend fliegen kann im All, ne? Ja, der sieht auch cool aus, der Planet da, ne? Hat was. Gibt schlechtere Orte zum Kämpfen. So, jetzt nochmal. Gegen wen muss ich kämpfen? Fortune Interstellar. Die muss ich bekämpfen. Also muss ich mich den anderen anschließen. Für diese Fraktion kämpfen. Yes, my lord. So. Let's have a look. Was ist das da für ein Schiff? Das ist ein Gunship nochmal. Federal Assault Ship. Der hat keine Schilde mehr. Was ist das da? ASP Explorer, den nehme ich. Boah, fuck, Alter. Warum bin ich am... Boah, Alter. Selbst die ASP hält richtig viel aus. Das
Selbst die fucking ASP hält viel aus. Lol, ich werd... Alter, ich werd ja voll zerfickt. Ah, hab ich das gar nicht mitbekommen. Ich werd von einem anderen Raumschiff noch angegriffen. Und die ASP hält sau viel aus, Alter. Warum hält die so viel aus? Das ist doch voll das Wurstschiff. Nee, meine Schilde sind noch nicht deaktiviert. Ach, come on. Wer kämpft denn da gegen mich, ey? Eine Anaconda oder was? Kann die scheiß ASP mal abkacken, bitte? Alter, ey. Frameshift Charge Detected, cool. Und schon sind die Target Sheets wieder online. Klasse. Klappt ja super. Und er ist tatsächlich abgehauen! Ich fass es nicht, ey! Wie schnell ist er denn abgehauen? Ich war doch direkt hinter ihm! Er kann doch nicht einfach so wegspringen! Oh, ey! Das hier ist doch mega frustrierend, ey! Da kann mir doch einer erzählen, was er will! Was ist das da denn eigentlich? Das habe ich schon wieder abgewählt! Ich habe doch nur einmal A gedrückt! Komm, scheiß Systeme, lad die scheiß Schilder auf. Go, go, ey. Hallo, darf ich dich mal reinkriegen? Danke. Eine Cobra MK3. Das ist voll das Wurstschiff. Wieso zerfickt der mich denn so, ey? I don't get it, ey. Engineert hin oder her, ey. So krass kann man Schiffe gar nicht engineeren, ey, wie die hier abgehen. Tanking Internal Damage. Klasse. Von der Cobra. Sehr schön. Mega geil. Läuft bei mir. Krass. Die halten so viel aus. Die haben so eine krasse Hülle, ey. Nee, das ist die Leute verarscht hier, ey. Keine Ahnung. Da komme ich mir echt verarscht bei vor. Oh, ey. Ich weiß es nicht. Der da haut ja auch kurz vorher ab. Guck mal hier, guck mal seine Schilde. Seine Schilde sind gleich wieder online. Keine Ahnung. Das Krüppeln hilft jetzt nicht gerade, Fett besser zu machen. Ich mache mit einem Angriff 8% HP weg. 8%. Mit Lasern und mit Mehrfachgeschützen. Im vollen Anschlag. Der haut ab. Der haut ab. Obwohl die Olle nicht gesagt hat, dass er springen will.
Hallo! Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, das habe ich ja gesagt. Der gibt 28.000. Willst du mich veräppeln? Was soll das da? Also, da verstehe ich es nicht so richtig. Da ralle ich jetzt die Logik nicht so richtig statt da. Keine Ahnung. Dafür hast du keine Zeit. Das ist ja okay. Alter. Ja, okay, noch bin ich ja da. Jetzt habe ich eine Schildzelle noch parat. Ich mache die hier aus und mache die andere an. Die ist zwar nicht so gut. Ist nur eine Zweier. Aber ist besser wie nichts, ne? Mich greift ein anderes Schiff an. Ja. Ja, ganz ehrlich. Oh, 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 der da. Ey! Ah, Mann! Ja, da geht, glaube ich, ein bisschen schneller platt. Gefühlt. Ich glaube, der da kackt gefühlt ein bisschen schneller ab. Ich werd von irgendwas Vollgas beschossen. Richtig extrem. Schilde deaktiviert, das war's. Mich greift irgendwas ganz extrem an. Oh, come on. Hallo. Boosten. Was ist jetzt los? Warum geht meine Scheibe kaputt? Bei 36% Höhlenschaden. Nee, also sorry. Ja, da ralle ich nicht. Da gibt keine Logik für mich statt da. Sorry, da gibt keine Logik für mich statt da. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das da soll. Und jetzt? Ich habe bei 38% meine Scheibe verloren. Hä? How does it going? Was soll ich jetzt machen? Weil das Moduleffekt ist. Eine Scheibe ist ein Modul oder was? Oh. Nee, also sorry. Das hier, da schließt sich mir nicht richtig. Das fand ich schon immer Blödsinn. Ich werde doch Blödsinn finden, ey. Keine Ahnung. Da schließt sich mir einfach nicht, das hier. Keine Ahnung, was das hier soll. So, wie weit ist das hier weg? 1500 werde ich nicht packen. Nicht in 6 Minuten. Werde ich nicht schaffen. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht, wie das gehen soll. Ich kann ja, ganz ehrlich, seien wir mal ehrlich, meine Scheibe ist im Arsch. Ich bin gar nicht mehr in der Lage, dazu zu fliegen eigentlich. Das ist ja totaler Bullshit. Das heißt, gibt es jetzt eine Möglichkeit, das hier irgendwie zu beschleunigen? Dass meine Scheibe wieder, also dass ich das irgendwie wieder ganz machen kann oder so? Muss mein Schild nochmal online kommen oder wie? Das ist dein Cockpit, das kann man gezielt angreifen, okay? Mhm. Also kann man auch als Modul praktisch dann anwählen, das Cockpit, ne? Kann ich dann mit den Schilden wieder jetzt zurückkommen? Ja, ich bin viel zu langsam, ne? Also guck mal, wie lange ich brauche, bis ich mal da bin. So, Schilde sind da, bringt mir aber nichts, ne? Das heißt, ich werde jetzt abkacken, oder? Richtig? Alles klar, Flo. Danke dir fürs Reinschauen. Ich schaffe locker in der Zeit, ja? Ja, okay. Dann ist das ja nicht schlimm, wenn ich locker in der Zeit. Ich hätte jetzt gedacht, ich schaffe es eher nicht. Ist weit, ne? Es sind 1500 Lichtsekunden noch. Aber jetzt am Ende gebe ich Gas. Ist ein bisschen blöd, weil man nicht richtig sieht, wie man fliegt. Aber es ist halt halb so wild jetzt. Kriege ich auch hin. Das kriege ich auch hin, das da.
ich Sauerstoff bei Synthese herstellen kann, wenn er zur Neige geht, okay? Wo kann ich denn per Synthese was herstellen? Kann ich im Raumschiff, kann ich per Synthese was herstellen? Echt? Okay. Oh nee, ich bin noch nicht so schnell, Kinders. Nee, ich bin nicht so schnell. Ich habe viel zu früh gebremst dafür. Dafür ist es viel zu schnell zu sein. Aber das ist gar nicht so schlimm. Was soll's. Scheiße, und drauf. Ja, komm, Raumschiff wird langsamer. Wir haben jetzt nicht riesig viel Zeit. Wir sind noch ein kleines bisschen im Stress. Rechtes Panel, Inventar, Synthese. Okay, pass auf. Lass mich mal da reinfliegen. Da rein schaffe ich dir auf jeden Fall. Weißt du was? Ich packe das sowieso auf jeden Fall. Aber trotzdem interessant, mal zu wissen, dass ich per Synthese das herstellen kann. Ich springe jetzt erstmal da rein. Rechtes Panel, Inventar, Synthese. Okay. Prozent Hülle, einen Typen abgeknallt. Ich muss darauf warten, dass mich jemand angreift und muss den dann ins Visier nehmen. Ich habe jetzt zweimal jemanden ins Visier genommen und jemand anderes hat mich dann noch dabei angegriffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass so viele da kämpfen, ist das schon ein bisschen blöd, weil jedes Ziel, was ich bisher bekämpft habe, habe ich ganz alleine bekämpft. So, Inventar. Wenn es hier Sauerstoff irgendwo gibt, dann sehe ich es gerade nicht. Ich würde sagen, wir landen einfach, oder? Aber krass, wusste ich auch noch nicht, dass man sowas machen kann. Was kann man denn da noch alles bauen, ey? Kann man ja so viele Sachen bauen, ne? Da ist Atmosphäre drin, echt? 28. 20. Wo ist 20? Jetzt stell mal vor, jetzt musst du hier reinfliegen und du siehst dein fucking Landepad nicht, ey. Wo ist es? Oh, sowas macht mich aggro, ohne Witz. Da ist es, hä? Da ist 20, unter mir. Oder? Ne, das ist 5. I can't see 20. Can't see it. And there it is. Oh Mann, Leute, ey. Attention! Aber cool, dass es hier Atmosphäre gibt, das wusste ich auch noch nicht. Man lernt nie aus in dem Spiel, man lernt wirklich nie aus, ey. Landepad wird mir als weißer Punkt links im kleinen Radar angezeigt, okay? Okay, da hab ich auch noch drauf geachtet. Hä? Ich hab doch hier einen Auftrag abzugeben, oder? Ah ne, Quatsch, das hier ist einfach, das war einfach die nächste Station. Das ist die falsche Station, Alter, ey. Wrong Station. Ja, danke. Alter, dieser. $2,5 Millionen Credits ist kompetent 25%. Aber 2,5 Millionen ist halt doch nicht viel, gell? Muss man es dazu sagen.
So, wo muss ich hin? Ich muss irgendwo anders hin. Ich muss ins. Ja, genau, da muss ich eigentlich hin. Wenn ich jetzt einen Auftrag abbreche, kriege ich dann eigentlich Minusruf dadurch, wenn ich den Auftrag abbreche? Ich habe jetzt nicht mehr so riesig Bock, nochmal dahin zu fliegen. Da kriege ich ja doch nur auf die Fresse. Oder man kann es ja nochmal probieren. So ist nicht. Quatsch. Was ist eigentlich, wenn ich zwei Schildzellenbänke aktiv habe? Ich verliere Ruf, ne? Okay. Aber nicht Rang. So. Was ist denn jetzt hier mit geringer Sicherheit? Da wird nichts angezeigt. Boah, das ist halt einfach nochmal 1700 Lichtsekunden. Ist jetzt was näher dran ist? Schon anstrengend, gell, Lilein? Zumal ich auch so immer so salty dann werde. Ja, korrekt, ja. Ja, ich hätte warten können, bis die Schilder oben sind. Das ist korrekt, ja. Das ist richtig. Vollkommen richtig, Bube. Vollkommen richtig. Okay, ich fliege jetzt nochmal da rein und warte darauf, dass mich einer anschießt. Und den nehme ich mir dann vor. Und dann ist es ja egal, was für Einheit ist, ich muss ihn halt platt machen. Dann muss ich halt dann durch. Was spielst du denn noch so für Spiele außer Elite Dangerous, Pube? Das würde mich mal interessieren. Bist du mehr so der Ego-Shooter-Freund oder. Ja. Spielst du nur PC oder spielst du auch Konsolen? Rainbow, okay, cool. Rainbow habe ich auch sau viel gespielt. Anno, mega geiles Spiel. Oh, ich würde so gerne Anno spielen, ne? Aber es gibt es halt leider nicht auf der Konsole. Also ich wüsste ziemlich gerne Strategiespiele. Vorwiegend Wirtschaftsstrategie. Konsole hast du keine, okay. Assassin's Creed. Oder City Skylines. City Skylines gibt es tatsächlich auch für die Xbox.
Er zum Beispiel wird doch beschossen. Ne? Aha, ich greife jemand an. Alles klar. Ja, er greift mich an. Das ist jetzt natürlich ein Federal Assault Gunship, ne? Als Experte. Das ist natürlich jetzt bitter. Aber muss man durch. Weil sonst greift mich keiner momentan an. Er hat auf jeden Fall Düppel. Och Mann! Mit dieser beschissene Right Stick! Oh, Alter! Ist ein Raumschiff gegen mich geflogen. Habe ich ein bisschen früh die Schildzeile gezogen, genau. Ah Mann, der fliegt echt gut mit seinem Schiff. Der kreist um mich drum herum immer. Warum haben meine Laser jetzt so spät an? Alter, sein Schild ist voll, ne? Komplett! Wie schnell ich meine ganzen Schildzellen verbrauchen muss. Das ist doch alles nicht im Sinne des Erfinders, ey. Alter, ich... Der bumste mich fast an, ey. Er hat auf jeden Fall Schildzellen benutzt gehabt. Hey, warum bleib ich... Jawohl, das hat gesessen. Wo fliegt er hin? Haut ab. Seht nicht genau. Ist er platt? Ist er nicht platt? Ich sehe es nicht. 0%. Warum geht der Kack denn nicht ab? Pff, 39.000, ey. Die können sich echt in den Arsch stecken, die 39.000, ohne Witz. Die können sich echt in den Arsch stecken. Boah, ich sehe nichts im Raumschiff, weil alles so hell ist.
Hallo, hallo! Spiel, kannst du aufhören zu krüppeln, bitte? Sammle ich jetzt einfach gerade mal schnell ein. Die 2 Minuten Zeit habe ich gerade. Ich muss eh warten, bis meine Schilde oben sind. Gehen die Schilde schneller hoch, wenn man es aufs System macht? Oh, komm schon! Ich werde bekloppt. Hä? I don't get it! Fliegt vor mir weg, ne? Nee, nee, nee. Das ist Kraftwart Buggy. Keine Ahnung, da funktioniert Kraftwart nicht richtig. So, wo sind denn die ganzen Raumschiffe jetzt hin? Ah, da, okay. Aber der Kondensator lädt sich schnell, okay. Ja, soll ich jetzt warten, bis mein Schild oben ist? Ernsthaft? Das dauert ja ewig, ne? Wie viel hat denn meine Schildzeitenbatterie? Hat das mir viel? Pass auf, dann mache ich mal, dann wechsle ich die gerade mal. Oder weißt du was? Ich verbrauche die eine. Fertig. Okay. Let's take another try. Gefährlich. Aber es ist schon krass, wie ich an einem Ziel so krass viele Schildzellen verliere, ne? Eine Igel, ey. Voller Wurstschiff, ey. Ein Vulture. Ich sehe eigentlich nur, dass nur die anderen bekämpft werden, oder? Greift mich keiner an. Aha. Wow, greifen mich 3 Schiffe an. Wow, geil. Finde ich gut. Hallo. Kann ich mein Target... Nee, jetzt ist... Sorry, ich finde total sinnlos, dass mich gerade 3 Schiffe angreifen. Also das ist für mich Bullshit. Nee, brauche ich mir dran zu tun. Das ist mir zu dumm. Das ist mir echt zu dumm. Keine Ahnung. Das hat mit Logik für mich nichts zu tun. Das brauche ich mir nicht anzutun. Man hat... Ich sehe auf Anhieb, dass alle Typen, die da am Kämpfen waren, waren... Also meine Leute waren alle im Nachteil. Die haben alle Schiffe hinter sich gehabt. Alle, Mann. Keiner hat die Oberhand gehabt von denen. Hat man gerade richtig extrem gesehen. Ich komme reingeflogen, mich greifen 3 Schiffe gleichzeitig an. Nee, sorry, das ist Bullshit für mich. Das ist für mich Bullshit. Also, das ist Blödsinn. Das ist absoluter Bullshit. Kann mir keiner erzählen, dass das Bock macht, ey. Dann muss ich mit dem super engineierten Schiff da reinfliegen, weil einfach die Leute richtig zerfickt. Ja, dann kann man sowas machen, aber so ist das für mich totaler Bullshit. Also, da hat auch mit Lernen dann nichts zu tun, hat da. Ich habe an einem Gegner schon 2 Schildbatterien, 2 Schildbänke verheizt. Nee, das macht für mich keinen Sinn, sorry. Das macht für mich keinen Sinn, das ist mir zu dumm. Ich spreche dir jetzt nicht ab, aber vielleicht fliege ich ja nochmal dahin heute oder morgen.
sind für gut für gepimpte Schiffe gedacht. Offensichtlich, ja, offensichtlich, ja. Haben wir denn hier irgendwo mal so eine Abbauzone, wo man das mal testen könnte? Das andere? Wir geben jetzt erstmal den Auftrag ab. Dann können wir ja gerne mal so eine Abbauzone mal suchen. Geringe Sicherheit. Warum steht hier geringe Sicherheit? Was ist das da? Ist das ein Kraftwerk oder was soll das sein? Sieht ganz komisch aus. Ach ja. Das ist eine Installation auf einem Planeten, okay. Da kann man dann auch hinfliegen, kann da irgendwie rumschießen oder was? Da gab es ja auch Aufträge für auf der Station da. Abbauzone finde ich an allen Planeten mit Asteroidenring, okay. Gucken wir mal, ob wir eine finden. Ich finde mal eine per. Warte, war hier jetzt sogar einer? Da bin ich gerade ein bisschen doof. Ne, es war ja keiner, ne? Ne, hier ist keiner. Okay. Jedenfalls ist keiner auf dem System gerade. Ah, okay. Mhm. Cool. Das heißt, wir haben 9:30, das ist leicht bewölkbar. Das ist schon gut bewölkbar und so, aber das ist immer noch ein bisschen hell. Das ist halt schon krass. So. Wir geben den Auftrag ab und fliegen mal in so eine Abbauzone. Das will ich mal ausprobieren. Also wir fliegen dann mal. Ich habe ja um mich drum herum habe ich ja ein paar Systeme, die ich jetzt schon ein bisschen gescannt habe. Da finde ich bestimmt einen Asteroidenring. Dann fliegen wir mal dahin, gucken uns das mal an. Wie lange meine Batterie noch halten? Der hat keine Ahnung. Vor 2 Stunden hat er zu mir gesagt, dass die Batterie leer ist. Geist, ich habe ja mittlerweile ein Headset, was komplett schnurlos ist. Und da ich jetzt das Headset mit meinem Controller angeklemmt habe, verbrauche ich auch viel weniger Strom. Das ist echt krass. Das macht echt sau viel aus, ey. Wer hätte das gedacht? So, jetzt nochmal, gleich. Ein weißer Punkt auf dem kleinen Radar. Also auf das kleine Radar praktisch, was jetzt diese achteckige Kugel anzeigt, ne? Da wird auch mein Landing Pad gezeigt, oder was? Muss schon mal drauf achten. Ne? Das dazwischen. Ach so, der Punkt meinst du? Ich bin zu schnell. Jetzt nicht mehr. Sobald du durch den Schlitz bist, okay? Achte ich jetzt gleich mal drauf.
So, jetzt gebe ich einen 500.000 Auftrag ab. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Ruf das gibt. 500.000 ist ja schon ein bisschen was. Muss ich jetzt dazu sagen, sehe ich auch direkt. Okay. I get it. I see it. Oh, über Ziel hinausgeschossen. So. Dann gehen wir mal schnell den Auftrag ab. In Allison City. So, David Deserter Matthew. So. Jawoll. Geil, nehme ich. Prozent. Läuft bei mir. Also, die Frage ist halt jetzt so ein bisschen, wird halt anhand der Kohle gemessen, die man bekommt? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag mache von 10 Millionen, jetzt habe ich für 500.000 1% bekommen, dann kriege ich bei 10 Millionen ja, 20% oder was. Keine Ahnung. Ja, ist halt so eine Sache, ne? Das hier finde ich so krass. 4.200 Einheiten liefern. Das ist doch total dumm. Wer macht denn sowas? So viel Platz hat man doch gar nicht. Da muss man ja 3-4 Mal hin und her fliegen. Weiß nicht, finde ich irgendwie dämlich. Vielleicht bin ich auch zu dumm, für das zu kapieren oder so. Kann auch sein. Lol, bei ihm habe ich ja auch voll viel Ruf. Schiffe massakrieren, Schiffe massakrieren, Schiffe massakrieren. Okay. Oh, was ist das hier? Empfohlener Rang Neuling. Okay. Was haben wir hier? Empfohlener Rang Elite. Sollen wir das mal machen? Sollen wir mal so einen Elite-Auftrag machen? Ah, okay. Das weiß niemand so genau. Es dauert ewig, okay? Das ist echt doof, dass es so lange dauert. Weil ich hätte jetzt kein Problem damit, das mal zu grinden, weißt du? Hätte ich eigentlich kein Problem damit. Ja, wenn man 40 Millionen dafür bekommt, auf jeden Fall, klar. Wenn man mit ein paar Leuten machen kann, ist das ja auch lustig. Hast recht, ja. Also 6.000 Einheiten mit ein paar Leuten fliegen, ist schon ziemlich lustig. Warum nicht? Teilt man sich dann die 12 Millionen oder kriegt die dann einer? Ja, keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe gerade ein bisschen um Schlauch. Weil ich nicht richtig weiß, was ich machen soll. Weil ich meine, im Streamtitel steht ja auch, ich will meinen Föderationsrang pushen. Ja. Ich kann ihn hier jetzt machen, der ist ja nicht schwer. Neuling ist ja kein Problem. Kriegen wir abgeschossen. Hinfliegen, abschießen, zurückfliegen. Aber das Blöde an jeder Station ist, man muss jedes Mal, wenn man reinfliegt, muss man super weit fliegen. Man muss jedes Mal diese scheiß 6.000 Lichtsekunden hinter sich springen. Und das ist echt ein bisschen blöd hier.
Folgendes, wir fliegen mal ein anderes System. Würde ich mal vorschlagen. Eins mit dem Asteroidengürtel. Ich bekomme alle, okay? Mhm. Man kann so eine Wing-Mission auch machen und am Ende lädt man sich alle drei ein und den Wing. Ah, teilt die Mission, alle bekommen die Belohnung. Ah, lol, okay. Das ist natürlich auch lustig, dass man dann zum Schluss die Leute einladen kann. So, was haben wir hier? Mufrit. Was ist denn das für ein Planet? Wie sieht der denn aus? Planet mit hochwertigen Metallen. Aber da kann man doch gar nicht landen, oder? Ne? Du hast diesen Planet noch nicht erfasst. Mittlere Vorkommen. Planet mit hochwertigen Metallen, hä? Was heißt das? Ah, ne, hochwertige Metalle sieht man ja öfters, sehe ich gerade. Okay. Kann man hier den Belt auch kämpfen? Weil das ist ja eigentlich kein Ring von dem Planeten. Dann kann man nicht drauf landen, okay. Da ist ja eigentlich kein Ring. Das ist ja ein normaler Belt nur. Kann man da auch kämpfen gehen? Wie viele Lichtsekunden ist er hier weg? Sehe ich gerade nicht. Ah, hier sind Ringe. Hier können wir auf jeden Fall hin, ne? Da kann eigentlich nichts schief gehen. Hätte ich jetzt gesagt, ne? Die Bälle sind scheiße, okay. Leute, das ist ein Orca. Alter, was ein Riesenschiff. Leute, wie Schiffe gerade hier rumfliegen. Ich überhole die gerade einfach mal eine Runde. Ich finde geiler Smiley, der kleine Affe da. Finde ich voll cool. Ist das ein Standard-Smiley? Oder Emoji, sorry. Emoji. Verrückte Welt. So, hoch, gefährlich. Hohe Intensität, Kampfbereich. Rohstoffabbau, gefährlich. Hoch ist ja auch schon nicht so ohne, oder? Hier, Rohstoffabbau gering. Ist ja auch nur ganz bescheidene 2000 Lichtsekunden weg. Das ist ein Twitch Prime Emoji. Ja. Keine Orca, ne? Das war eine Beluga, keine Orca, okay. Sorry, ich hab nichts gesagt. Sorry, Chat. Ja, Leute, die gerade zugucken, das war eben keine Orca, das war eine Beluga. Ne? Das wollen wir mal festhalten. Das ist ein Touristenschiff, ja? Nicht Terroristen, nicht falsch verstehen, ne? Touristen. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht so viel Terrorist sage, weil da steht nämlich Alexa, die zeichnet alles auf. Man weiß nie, wo das hingeht. Sie müssen nicht dich scannen, Officer. Sie werden nichts finden, sagt die Amy Awasu um 19.40 Uhr. Vor 8 Minuten. Was ist das eigentlich für eine Zeit? Das sind 2 Stunden hinter uns. Das ist komisch, oder?
ist eigentlich total unlogisch. Wo soll das sein? Ich meine, das ist ja in Spanien oder so. Ist das in Afrika irgendwo? Also unsere Zeit, ne? Von unserem Planeten. Oh. Ich kann den Ring noch nicht sehen. Der Ring ist coming. Das ist die galaktische Zeit, komischerweise die britische Zeit. Aber das ist doch... Das ist doch 2 Stunden vor uns. Das ist doch nicht die britische Zeit. Die Briten sind doch nur 1 Stunde vor uns. Oder hinter uns. Hä? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Die Briten sind doch nicht 2 Stunden vor uns, oder? Jetzt im Sommer. Kann natürlich sein, dass die im Sommer 2 Stunden vor uns sind. Im Winter sind sie dann 1 Stunde vor uns. Okay, vergesst einfach, was ich gesagt habe. Wird schon so sein. Oh, die Ringe sehen einfach so geil aus in dem Spiel hier. Da, eine unidentifizierte Signalquelle. Auf der anderen Seite, okay. Die Briten haben keine Sommerzeit, ja. Gut so. Eine der wenigen Sachen, die die Engländer richtig machen. Das ist auch der größte Humbug aller Zeiten. Ja, direkt daneben ist hoch und da ist auch gefährlich dann. Okay. Interessant. La 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 la. Und da. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich jetzt keine Wingmans finde. Sieht cool aus, die Abbauzone, oder? Hat was. Ich sehe schon gerade, die Polizei ist schon da. Ja, genau. Die sind nämlich im Geschwader zu dritt. Und das will ich eigentlich ungern angreifen, wenn ich ehrlich bin. Sauber. So viele saubere Schiffe. Oh, ist das da? Das ist der Python. Das ist der Federal Agent. Ups. Der hat keine Schilde, ne? Ein Geschwader 2 von 2. Der hat keine Schilde. Sein Kollege wird mich wohl angreifen. Er hat halt auch keine Schilde. Kann mal gucken, was hier für Sachen jetzt so rumliegen. Behindert. Hitzefeste Keramik nehme ich mit.
I don't get it manchmal, ey. Ja, okay, ich war zu schnell. Aber wenn das Ding 30 Meter von mir weg ist, dann kann es nicht an meiner Scheibe hängen bleiben. Das ist nun mal einfach nicht möglich. Nee, das ist einfach Bullshit. Das ist einfach Bullshit, das da. Ach, ich bin schon wieder viel zu schnell. Das traf ich einfach nicht. Chemische Prozessoren hat man auf jeden Fall für Frameshift gebraucht. Naja, wie gesagt, das Bullshit. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das soll. I don't get it, ey. Ich weiß nicht, was das soll, ey. Das ist irgendwie einfach Blödsinn. So, über mir am Flugzeuge. Der ist leider sauber. Schade. Und er wird gekämpft. Hallo Guru! Und dir auch einen schönen guten Abend. Da ist eine Sorgwolke. Boah, das Spiel krüppelt manchmal so extrem, wenn man auf das Zusatzpanel drauf zugreift. Wer scannt mich denn da? Hä? Ah, 3 von 3, ne? Ist auch im Geschwader unterwegs. Gucken, was die anderen so drauf haben. Das ist eine Sidewinder, die kann natürlich gar nichts. Also da kann mir keiner erzählen, dass die was kann. Wenn die was kann, dann falle ich vom Glauben ab. Ja. Guck mal, was da dabei ist. Was wichtig ist. 18, 66, 32, 66, 32. Kristallscherben. Yes. Das sind so viele Schiffe, ne? Hat man mal ganz schnell den Falschen angegriffen, ne? Krass. Okay.
Es ist schon ein bisschen, man kann eigentlich schon sagen, es ist schon, ich spiele mit Controller, Guru. Nicht mit dem Hotas. Man kann schon sagen, das hier ist schon sehr einfach, Probe, ne? Würde ich mal so behaupten. Das ist schon sehr einfach, das hier, ne? Das ist auf jeden Fall eine sehr, ist eine ganz, ganz andere Liga. Das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Man könnte hier super krass Materialien farmen, ne? Wenn ich hier die Python dabei hätte, die werden, die sind ja alle super easy abzuschießen. Dann würde ich die Sammlerdrohnen die ganze Zeit mitfliegen lassen. Die würden hier Sachen einsammeln, ohne Ende. Und dann ist auch gleichzeitig das, was ich an jedem Schiff so ein bisschen, was ich einfach ein bisschen schade finde. Dass du einfach nicht die richtig guten, ja, du hast halt einfach nicht genug Slots für eine ordentliche, was jagt der? Der kämpft doch gegen irgendwas. Diamondback Scout. Okay, das war mein Raumschiff. Ja, dass du nicht genug Platz hast für einen ordentlichen, für noch ein paar Sammeltruhen mitzunehmen und so. Das ist so der Typ, der abbaut. Das ist nichts Besonderes. Ich würde sagen, wir fliegen mal noch zu Rohstoffbau hoch. Fliegen wir mal. No? Guck uns das mal noch an. Spielst du mit dem Hotas Guru oder was? Ich spiele mit dem Controller. Ich habe den Hotas mir nicht gekauft bisher. Bin auch irgendwie gar nicht so richtig scharf drauf, würde ich sagen. Ich gebe schon Geld genug für Headsets und so ein Kram aus. Da will ich mir eigentlich nicht noch einen teuren Joystick kaufen. Muss nicht unbedingt sein. So, da sind wir ja ganz easy und schnell da. Zack. Okay, schauen wir mal, was jetzt hier geht. Wenn natürlich jetzt immer so Geschwader da rumfliegen, ne? Dann musst du nur mal in das richtige Geschwader kommen, dann kriegst du direkt auf die Fresse, ne? Oh, das ist zum Beispiel eine FDL. Und das ist ein Meister. Und er ist gesucht, okay. Wow, Alter. Okay. Ich merke schon, da ist ein Gegner. Ach Mann. Oh. Falsche Feuergruppe. Was der gibt. Wow! 215.000! Aha!
Oh, das ist eine Python. Das ist ein Agent. Das ist ein Agent. Wow, Alter. Ah, schade, die haben halt. Die könnten halt alle super geile Materialien dabei haben, ey. Und ich krieg die Scheiße jetzt nicht eingesammelt. Schade. Ja, mein Antrieb ist beim Wenden viel lahmer, ne? Ich bleib richtig stehen in der Luft. Ich hab das falsche Modul an, merke ich gerade. Wird irgendjemand angegriffen? Die sind im Geschwader unterwegs. Da brauche ich auf jeden Fall mehr Antrieb. Alter, ich bin gerade voll. Ich bin gerade voll in der Luft stehen geblieben. Dafür habe ich gedüppelt. Verstaubt aber seit dem guten Jahr. Ja, weißt du, das ist genau das Problem bei mir. Ich werde mir den ja auch kaufen. Und dann spiele ich irgendwann kein Elite mehr. Und dann steht der Hotas da rum und ich brauche ihn nicht mehr. Weißt du, das ist halt dumm, ne? Die FDLs bringen offensichtlich was, ja. Jetzt liegen die ganzen Materialien hier rum und ich kann sie. Okay, das ist eine Anaconda. Truff! Die Schilde gehen schon runter, so ist es nicht. Konzentriert sich auf was ganz anderes als mich. Alter, da schießen sie gerade alle drauf. Two corners. Krass, die geht halt auf jeden Fall platt, ne? So viele Leute drauf schießen. Krass, wie die Anaconda auf die Fresse bekommt, ey. Greift mich doch jemand an, oder? Wieso hat die ganze Zeit 1%? Ah. Ah, guck mal da, 168.000. Warte mal jetzt. Warte mal. Was hatten die Anaconda dabei gehabt? Ein Container. Oh, das Spiel krüppelt dann so, ey. Ich muss hier mal so ein bisschen durchgehen, weil ich mir nicht behalten kann, weil ich viel hab und weil ich nicht viel hab. Noch nicht entdeckt. Okay. Ich würde sagen, was wir noch nicht entdeckt haben, holen wir mal mit, oder?
Sehr schön. Ob sie. Ey, ich weiß nicht, warum das hier so krüppelt an jeder Stelle. Ich hab das Spiel schon auf Performance stehen eigentlich. Okay, da hätten wir auf jeden Fall gekämpft. Da will ich dabei sein. Nein, die kämpfen ohne mich. Wo war denn der Punkt? Ist das relativ weit weg von mir? Lol. Wir sind 24 Kilometer davon weg. Aber so macht das schon ein bisschen mehr Bock. So macht das auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Bock, muss man schon sagen. So, komm. Wo bleiben die Raumschiffe? Was fliegt die da rum? Lol. Kurier, okay. Düppeln kann ich auch, mein Freund. Düppeln kann ich auch. Wie gesagt, düppeln kann ich auch, mein Freund. Ja, wenn ihr auf jeden Fall so viel um mich kreist, mache ich halt sehr viel auf Antrieb drauf. Das checkt ja mal, das macht Sinn. Weil da fliegt der im Prinzip nur um mich drum herum. Hat er denn gerade ein Cargo verloren? Illegales Bergungsgut, okay. Ah, ne, ist ein Container. Ja, ich verstehe erst nicht so richtig, warum man hier so krüppelt an der Stelle. Ich stieg die ganze Zeit rückwärts, cool. Ah, ist doch cool, das hier. Das macht echt Bock. So,
Ja, was ganz anderes. Fühlt sich auf jeden Fall ausgeglichener an. Lohnenswerter fühlt sich das an. Kann man sagen. Ist viel entspannter, ja. Mit welchem Kampfschiff fliegst du denn, Puber, wenn du jetzt kämpfen gehst? Welches Schiff bevorzugst du dann? Okay, sind zwei Leute reingesprungen. Schauen wir mal, was das ist. Eine Cobra MK3. Tödlich. Und ist im Geschwader. Ich gucke mal den anderen an. Der hat, glaube ich, kein Schild, ja? Ne, er hat ein Schild. Der ist Meister. Just taste it. Idiot, was hab ich denn da gemacht jetzt? Okay, er fliegt Vollgas gegen mich. Das war nicht so schlau von ihm. Corvette? Wo war Corvette? Gebrauchte Schilde mit da. Steht eigentlich oben immer das zuerst, was ich am wenigsten habe? Nee. Ja, ich versuche halt immer ein bisschen einzusammeln. Okay, da hinten kommen neue Schiffe. Eine Ada. Schade. Ich denke mal, er wird auch sauber sein, wenn die schon zusammen rumfliegen. Ja, macht Sinn. Okay, da hinten wird gekämpft. Ah, so. Sorry. Ja, okay. Die Korvette. Ah, hast du mir schon, glaube ich, schon mal erzählt gehabt. Naja.
Ich erinnere mich. Ja, ja. Sagen, da konnte ich noch abstauben, ne? Das ist ja immer noch so ein bisschen Cargo-Truppe vorher. Du merkst auch richtig, dass die Schiffe nicht engined sind. Also nicht so extrem ingeniert sind. Und wie die Dinger runtergehen. Du haust das ab, Junge. Tut mir schrecklich leid, aber du haust das ab. Krüppel. So. Oh, 6. Das hole ich mit. Das Schiff wird so fucking schwerfällig, sobald man den Cargo Scoop ausfährt, ey. Oder den Frachtgreifer, für die Deutschen unter uns. Da ist irgendwas Großes nicht mehr reingesprungen, glaube ich gerade. Komm. Der ist auf jeden Fall reingesprungen und hat direkt mich gescannt. Eine Runde gedüppelt. Könnt ihr mal noch Düppel herstellen? Während dem Fliegen? Ist gut, der da. Er ist flott. Permanent am Döppeln, sozusagen.
Immerhin 66.000. Ja, da fliegt auch ziemlich nervös durch die Gegend. 3 von 3. Noch greift sie keiner an. Jetzt greift sie einer an. Easy! Das ist schon geil, ey. Wer ist Elite-Rang, ne? Okay, war für ein Elite jetzt ziemlich easy. Warte mal. Jetzt habe ich hier gerade. Für die Multicans kann man Munition herstellen. Man kann Düppel herstellen, okay. Davon habe ich noch 2. Lass ich mal gerade gucken. So, Inventar hast du gesagt und dann Synthese, genau. Plasma-Munition. Kleinkalibermunition. Was muss man denn dafür dabei haben, dass man das herstellen kann? Scan detected. Ah, Eisen, Nickel, Schwefel. Okay. Ah, okay. Kühlkörper, Düppel. Oh, da bräuchte ich sogar was ziemlich Seltenes. Nee, dann besser nicht. Dann besser nicht. Schon einer ziemlich nah drin. Das sind saubere. Die, wohin in Minenfeldern ihre ehrliche Arbeit nachgehen. Minenfeldern, sage ich schon. Ich Idiot. Okay. Ich hab die Frachtluke noch auf. Professional, würde ich sagen, ne? Richtig guter Mann am Start. Hui! Hier ist echt cool. Das macht Bock.
Dafür ist die FDR echt geil. Muss man so sagen, wie das ist, ne? Dafür ist sie echt cool. Oh, Alter, warum krüppelt das Spiel hier so extrem? Typ, der mich scannt, das kann eigentlich nur ein Typ sein, der mir auf die Eier gehen will. Oh, das ist wieder ein Wing, das da. Das sind drei Leute. Was ist das? Eine Cobra? Eine ASP? Und eine Viper. Das war ein ziemlich schlechter Eröffnungsfight. Alle drei kämpfen Vollgas gegen mich. Ha. Ja, da ist jetzt echt beschissen. Weil er kriegt das halt hin, mich die ganze Zeit so ein bisschen auf Korn zu nehmen. Und die anderen schießen dann auf mich. Target Shields online, Target Shields offline. Okay. Peng. Oh, 116.000. Cool. Guck mal, vielleicht hat er was Cooles dabei gehabt. Klick drauf. Was meinst du, was meine ich, klick drauf? Achso, wahrscheinlich für zu gucken, was man braucht, ne? Das hast du wahrscheinlich gemeint. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man die ganze Zeit lang in den Chat geguckt hat. Aha. Da kommt doch schon wieder so ein Asi rein. Das ist ein Anaconda, ne? Wer hat mich denn da gerade gescannt? Dann ist er über mir. Der da. Nee, der ist sauber. Leute, seine Schilde sind ganz voll.
kämpfen gegeneinander. Ich kann noch einmal doppelt. Stellt man da 10 Doppel her oder stellt man da nur einen Doppel dann her? Reichen, dass ich meine Emotionen verfahre, oder? Ja, meine Schilde sind ziemlich im Arsch, ne? Das ist ein bisschen blöd, ne? Ich hab noch eine Schildzelle hier. Eine habe ich noch. Ja, ich bin ziemlich leer, ne? Die Munition ist auch nicht mehr so arschviel. Krass, dass man hier so lange überleben kann. Aber auch auf der anderen Seite echt ein bisschen schade, dass man die ganzen Materialien nicht einfach so easy mitnehmen kann, weil man einfach keine Drohnen dabei hat. Das ist echt ein bisschen schade. Da geht mein letzter Düppel weg. Wo kann ich jetzt hier die Kopfgelder abgeben? Wahrscheinlich hier im System irgendwo, oder? Wahrscheinlich hier auf der nächsten Station, ne? Oh, Rang Elite, ne? Platz. Ja, cool. Das hier macht auf jeden Fall richtig Fun. Das muss man schon sagen. Du benutzt keine Doppel, okay? Das sind nun allerdings auch nicht die krassen Materialien. Nee, natürlich sind das die krassen Übermaterialien. Finde ich nicht, da gebe ich ja vollkommen recht. Naja. Okay. Dann würde ich sagen, fliegen wir hier mal auf die nächste Station.
Dann gebe ich meine Kopfgelder ab, Leute. Und dann. Ach, guck mal hier. Kann ich hier auf so einer kleinen Station abgeben? Wahrscheinlich, oder? Och, nee. Och, nee. Schon wieder so eins, was so 20.000 Jahre weit weg ist. Jungs. Die Jungs am Spielen sind. Ich glaube, die Xbox Dynasty zu Jungs zocken Rage. Ich weiß nicht genau. Ne, zocken Overwatch. Okay. Ja, ist klar. Ja, ich, ist mir schon klar. Ich hab, ich bin auch schon mal relativ weit geflogen. Ich bin auch schon mal richtig weit geflogen, so ist das. Klar sind 1000 viel, aber schon mal schon ein bisschen nervig, ne? Aber 1000 sind wirklich schon viel, da gebe ich ja nicht. Aber da hat Bock gemacht. Da geben wir jetzt mal gut Kopfgeld ab, ein bisschen. Was habe ich denn jetzt hier? Oh, 40%. Ich glaube, ich hatte mal 25% oder so, ne? Schon ein kleines bisschen mal nach oben gegangen. Gucken, wie viel es jetzt gibt. Wahrscheinlich so 5% oder so. Weil ich glaube, ich gar nicht mal so schlimm finden würde. Obwohl auf dem Level wahrscheinlich würde ich das schon schlimm finden. Weil kompetent ist noch ziemlich low. Aber später, wenn man dann in die großen, wenn man in die gefährlichen Gebiete dann gehen kann, mit einem ordentlichen engineierten Schiff und da wirklich so was zwischen einer halben Stunde so oder einer Stunde so 10% macht vom Elite-Rang, finde ich das vollkommen okay. Das wären dann 10 Stunden bis Elite. Würde ich vollkommen okay finden. Aber wahrscheinlich, so wie ich das Spiel hier kenne, dauert es wesentlich länger. Hat ein Orbital, echt. Wie weit ist denn das dann? Wie lange ich schon auf keiner normalen Station mehr war. Landeplatz 3. Okay. Wo ist Landeplatz 3? Ah, da. Oder? Nein. Das ist Landeplatz 1. Wahrscheinlich ist es hinter der Station. Oder wahrscheinlich fliege ich gegen die Station. Ja, ich bin gegen ein Flugzeug geflogen, oder? Gegen ein Raumschiff. Das ist ein Raumschiff, würde ich sagen, oder? Das war ein Transporter. Upsi. Thank you.
Wesentlich länger. Okay. Ja, cool. Ich kann ja, Leute, ich kann keine Munition hier mitnehmen. Das war hart, oder? So, 1,4 Millionen. Was habe ich eben für einen Erfolg gekriegt? 1,5 Millionen oder so? Kann das sein? Kann das sein, ey? Ne, 2,5 Millionen. Jetzt habe ich einfach mal das. Ja, jetzt habe ich einfach in der kurzen Zeit 1,5 gemacht. Wie viel Prozent haben wir? 40. Hier noch so schön ist. Kampfhang wird eh nicht direkt angezeigt. Mit Hovel Terminal. Ich will jetzt keinen, über keinem hier richtig wirklich beliebt. Tausend kompetent. Na, hier ist er doch. Der mit seinen scheiß Piraten, ey. Planetenscan? LOL? Scannen Sie die Evaluationsposition, verwenden Sie einen Aufklärungsraum in die Ziele. Liefern Sie geborgene Daten an Hovel Terminal. Die Daten werden auf Ihrem Computer gespeichert und nehmen keinen Frachtraum ein. Sie erhalten Ihre Belohnung bei Freilieferung. Hä? Wie jetzt? Diese Handlungen können am Ziel als illegal angesehen werden, okay? Okay. Gut. Was haben wir jetzt? Ja, wird nicht angezeigt. Warte mal, ich logge mich mal gerade aus. Ich glaube, da mache ich noch Schluss für heute. Wir loggen uns noch mal ein. Gucken wir mal, wie viel die 1,5 Millionen da gemacht haben. Ja, eigentlich ein Freund spielt offenes Spiel. Puber, ich wünsche dir schon mal einen schönen Abend. Ich bin nächsten Freitag vielleicht noch mal online. Oder nächsten Samstag. Ich bin jetzt so der Typ, der in der Woche wie viel streamt. Weil ich einfach nicht so viel Zeit dafür habe. Okay, in meinem Kampfrang hat sich jetzt nichts getan. Das ist komisch. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, ha? Und dieses CQC habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Kann man das überhaupt noch spielen, dieses CQC? Gibt es dafür ein extra Spiel? Warte mal. Elite Dangerous. Irgendwie. Gut, ich spiele Elite Dangerous Core. Muss man denn dafür was installieren? Ah. Nein, nicht Startseite! Ich weiß halt gar nicht mehr, ob man dafür was installieren muss. Scheint nicht. Mein Kampfrang wird dann aktualisiert. Gut. Ja, dann alle Leute an Twitch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lasse jetzt ein Host bei Xbox Dynasty da. Wenn die noch online sind. Und dann wünsche ich euch schon einen schönen Abend. Wir sehen uns vielleicht am Freitag oder am Samstag. Würde mich freuen, wenn er wieder rein, wenn er wieder einschaltet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Peace out. Und an alle anderen, die jetzt noch übrig sind. Wünsche ich auch einen schönen Abend. Ich hatte heute mal recht viele Zuschauer auf Mixer. Vielen Dank dafür. Ist auch eine Seltenheit bei mir, ja. Ich weiß nicht, ob der. Wer war da jetzt da nochmal eben? Der Guru 1212.
Weiß nicht, ob der online noch ist, ob der noch zuschaut. Auf jeden Fall wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freitag oder Samstag. Feier Leute auf YouTube. Vielleicht am Freitag oder am Samstag bin ich wieder online und dann hören wir nochmal voneinander. Ciao!